So, damit sind wir auf Sendung für Folge Nummer 25. Wer hätte es geglaubt? Deswegen für unser Silberfolgenjubiläum. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. 25 Jahre. Ich soll mal rübergreifen. Wir sind viel zu weit auseinander fürs Anstoßen. So. Denn der alte Klaus hat mir gerade ein Glas gegeben mit PPM. Pimpernel's Peated Malt. Die Fassabfüllung, die unser Whisky geladen hat. Bleib du mal da, ich stoße dann bei dir an. Ah, perfekt, ja. Nee, bei dir, das war's. Am Mikro, warte, Moment, ja. Diese Soundeffekte. Es ist wirklich, es ist unglaublich. So, ja, tschüss. Auf 25 erfolgreiche Folgen. Nee, 24 bisher. 24 erfolgreiche Folgen. Oh. Ja, also jetzt. Hallo? Ja, hallo. Ja. Jetzt höre ich wieder geil. Ja. Damit auch herzlich willkommen an unsere neuen Zuhörer. Ja, genau. Ja, wir müssen das jetzt zelebrieren, diese 25. Nicht jeder Podcast hat mehr Folgen als Zuhörer. Ja, Wahnsinn. Oh, heute blicken wir zurück auf eine Erfolgsgeschichte. Ja. Von Bifco. Oh, die ihres Gleichen gesucht. Ist aber auch, wenn man so am Tag, also wir haben es jetzt gerade 15.43 Uhr, wenn man da halt einfach mal so ein... Kein Bier vor vier, aber so ein Scotch verhaften. Ah, das wärmt aber auch. Ja. Gerade jetzt draußen hat sich irgendwie das Wetter einmal so gedreht und aus gefühlten 27 Grad wurden jetzt irgendwie 17 Grad. Und dann ist kreislaufmäßig auch so ein bisschen und dann beruhigt man das Ganze mit dem Scotch. Ja, aber der ist Fassstärke. Also, 50, 57, glaube ich. Ach. Da sage ich doch nur. Also eine milde Fassstärke. Ja. Heidi Deudi. Ja. Ja, das ist ja Wahnsinn, wie wir das zelebrieren. Ihr müsstet das sehen. Die Leute tanzen im Hintergrund leise. Die Musik ist leise aufgedreht. Wir haben das ZDF-Fernsehballett hier, die Domino spielen. Wunderschön. Ja. Die drei halbtoten Intendanten des ZDF haben wir hier aufgebahrt. Wir haben uns gerade frisch Riechsalz runtergeschmiert. Es ist wunderschön. Gerhard Schröder arbeitet im Hintergrund ein paar Gazprom-Verträge durch. Gerade heute habe ich erfahren, dass GZSZ nach Frankreich verkauft wurde, beziehungsweise France 2 und... Les Bontons, Les Maltons. Also Belgien und Frankreich haben 80 Folgen erstmal als Test eingekauft. Ich hoffe, die ersten 80. Ich habe es auch gehofft, aber es ist ab Folge 6093 oder so. Aber, ich finde ab Folge 6097. Ja, da ging es los. Kurzen, ja. Da ging's los. Ja. Aber generell finde ich es lustig, weil das sind französische und belgische öffentlich-rechtliche Sender. Ja. Wir gehen jetzt hier, die RTL Group, ja privat. Eine Cash-Cow ist das. Die macht nur Kohle, das Ding. Boah, darf einmal die schnell trinken. Kann man trinken, ne? Ja. Das ist ganz gut. Ich finde den ja auch sehr, er hat so einen Süßigkeitengeschmack. Was haben wir denn noch auf dem Programm? Ich hatte noch einen 12 Jahre alten Craigenmore. Aber wir müssen ja jetzt nicht Alarm machen. Ja, also, wir haben nicht, keine Eile. Also wir haben ja heute als Jubiläum auch so ein... Ach, scheiße. Als nee, Jubiläum haben wir auch uns was ganz Besonderes vorgenommen. Da kommt ihr nie drauf, und zwar eine Doppelfolge. Ja, das heißt, ihr bekommt für euer Geld zweimal so viel Content. Wir sind die Inhaltshörnchen. Ja, pass auf. Und weil Jubiläum ist, hat Klaus sich für seinen Teil der Doppelfolge auch was ganz Besonderes ausgedacht. Ich kann nicht fast nicht sehen, hier ist scheiße dunkel im Raum. Ja, warte, ich mach mal das Licht an. Klaus macht das Licht. Das ist der Klassiker. Immer wenn er vom Mikro weg ist, singt er alles, was er tut, und danach fragt er, was habe ich verpasst. Jetzt setzt er sich hin. Jetzt nimmt er das Mikro. Jetzt fragt er gleich, was habe ich verpasst. Ach so, was habe ich verpasst? Ach, da war ein Typ, der hat das Licht angemacht, ist wieder gegangen. Was? Krass. Krasser Typ, so richtig krass. Süß. Ja, hat das Licht angemacht. Ja, war bestimmt voll der krasse Fortnite-Spieler. So. Jetzt dabbt er wirklich. Ich mache gerade den Floss-Tanz.
Wie geht der Flosstanz? Das ist dieser. Also, ja, der machen aber richtig, muss ich dabei hinstellen. Hört man das? Ja. Du kannst das ganz gut. Ne? Du kannst das ganz gut. Das ist doch irgendwie immer, rechte Hand ist vorne, linke Hand ist vorne, beide Hände sind vorne, ne? Genau, beide Hände sind vorne und dann schwingst du eine Hand hinter. Kommt das nicht aus irgendeinem Film oder so? Also, pass auf, ich kenne es vor allem aus Fortnite, aus dem Videospiel, was bei Kids gerade so beliebt ist, in dem ich so super schlecht bin. Und da ist es einer der Siegestänze. Selbstverständlich. Oder ist irgendwie, der ist auch so der Spruch, get flossed. Also wenn dich jemand erschießt und dann macht er den Siegestanz auf deinem Grab. Quasi. Von dir bleibt nichts mehr übrig als die Waffen, die du gesammelt hast, die sich im Raum verteilen. Der hat eine ähnliche Körperlichkeit wie dieser ganz bekannte Tanz von diesem Typen, der um die Welt gereist ist und sich vor allen Sehenswürdigkeiten filmen ließ, wo er halt nur auf der Stelle tippelte und dann immer diesen... Okay, ja. Aber du kennst ja doch, oder? Dieses Video, der da halt... Nein. Okay, der war, glaube ich, irgendwie in einem Jahr einmal um die Welt oder sowas und das hat er ziemlich geil zusammengepackt halt mit... überall, wo er war, hat er einfach nur diesen Tanz gemacht und das kurz, also wahrscheinlich hat er noch viel mehr, aber das hat er zusammengeschnitten, dieser Tanz überall, wo er ist. Und dann hat er es zeitweise dann halt auch geschafft, dass irgendwie, weiß nicht, auf Island halt irgendwelche Leute da mitmachen oder weiß nicht, in Ghana oder sowas. Und das ist halt echt sehr süß. Aber das Ding ist eigentlich schon so ein viraler Hit gewesen 2005. Guckst du meine... Ich guck deine Socken an, von Mogo. Mogo? Wer ist denn hier? Mangun. Das sind mein paar Laufsocken, die ich beim letzten Xfinity mir extra noch geholt habe am Tag vorher, was total Stress war. Also du meintest von wegen, fahr einfach ins Ringcenter. Das Muster ist ja geil an der Sohle. Ja, das, ne? Für unsere Zuhörer, das ist nicht so gerade geschnitten, das ist so ein Flammenmuster. Ich verstehe es auch nicht genau. Vielleicht ist es orthopädisch. Ja, wahrscheinlich so. Also der Hacken ist verstärkt und hier die Seite und irgendwie... Ja, das ist ja normal, aber es geht mit so einem Flammenmuster. Ja, und das Komische ist, du spürst richtig, dass es halt abgesetzt ist und es ergibt für mich keinen Sinn. Oder das sind halt irgendwelche Energiebahnen, die dadurch... Was schön ist halt, dass der Fußrücken, also dieser Bereich hier, ist auch nochmal verstärkt. Das ist spannend für euch, die Socken. Müsste man dann vielleicht... Guck mal, siehst du das? Wenn ich so mache, dann sieht man ein bisschen, dass es durchlässiger ist. Hier ist belüftet. Und dazu hatte ich eben schön Gummistiefel an und dann oben, also beziehungsweise dann eine kurze Stoffhose, weil es draußen geschüttet hat, beziehungsweise jetzt hört es auf und im Innenhof bei ihm ist hier gerade Land unter. Nee, mein Innenhof, da ist, da kann ich verbürgen. Der ist. Naja, aber man hat ein bisschen Schiss mittlerweile, hier durch deinen Innenhof zu gehen. Also ich finde, der knallt ganz schön schnell rein, oder? Ich bin es halt einfach nicht mehr gewöhnt. Fast stärker hat. Ich habe auch ewig nicht mehr so. Ja, das letzte Mal, als ich Whisky im ausladenden Maße getrunken habe, war bei dem Tasting, wo ich 7 in Fassstärke getrunken habe. Das war echt ein Fehler. Das war mit deinem... Judo- und Trainingspartner. Also auf Klaus hat sich was ganz Besonderes überlegt. Es gibt mehrere Portale, die empfehlen gewisse Sachen, die heißen 25 Fragen fürs erste Date. Nice. Und welches Portal müssen wir das angeben? Oder die können wir durchgehen. Ja, pass auf, ich hab noch einen Witz vorbereitet dafür. Gab dann welche von der Welt, von der Zeit. Wie, die machen das auch? Ja, die machen das auch, mit verschiedenen Anzahlen. Fokus gab, wahrscheinlich genau, auch. Genau, es gab auch einen von Fokus. Ist der Ausländer? Also jetzt kommt ein Witz, genau. Hassen Sie Flüchtlinge genauso wie wir? Ist dir die CSU auch zu links? So, klassische Fragen halt vom Fokus. Aber ist kein Scherz, oder was? Nee, doch, das mit dem Fokus war ein Scherz. aber... Ich dachte, wenn, dann nehmen wir doch eine Publikation, die wir auch lesen würden, nämlich die Bravo Girl. Nice. Doch. Gerade heute, als bekannt gegeben wurde, dass Viva abgesetzt würde. Viva? Wird. Ja. Habe ich Ende des Jahres gesehen seit noch. Den. Aber so viele bekannte Stars sind Viva entstanden, oder? Gülcan, Glashäufer Umlauf, Mola Adebisi, Minkai Panti. Der Typ, der jetzt diesen YouTube-Kanal hat und immer über Filme redet mit seinem lustigen Bart. Nils Buckelberg. So. Der hat mit Kalkofe macht er so eine Sache, die der Gernsee-Club heißt. Und der hat sich auch von der Figur wirklich Kalkofe angenähert. Das war übrigens Anfang auf FFN das Intro von Kalkofs Mattscheibe. Fernsehen, weil die Leute das so gern sehen. Kalkofs Mattscheibe. Und ja. Daher wahrscheinlich hat Kalkofe, der ist ja echt Wahnsinn. Scheiße, ey, das der wird ist richtig schon schwierig. Ewig dabei. Ich weiß auch, knapp 10. Minute und jetzt schon ein Sitzen, ey. Also, ich kann schon mal sagen, ich habe sie nur mal kurz so ein bisschen überflogen. Aber, Was ist denn deine Frage eigentlich? Das sind die 25 Fragen fürs erste Date. Achso, die müssen wir so ein bisschen im Schnellformat durchgehen. Aber ich kann schon mal sagen, die von der Bravo Girl sind deutlich geiler als die von der Zeit. Zum Multiple Choice, hoffe ich doch.
In der Zeit ist es ja oder vielleicht. Snooze oder aufstehen. Schulz oder Merkel. Also man sieht auch mega aktuelle Fragen. Oh, schwarz oder weiß. Ja. Denken oder Bier. Ku Klux oder Klan. Da ist ja der Fun Fact, dass das Q zu Ku Klux Klan drangehängt wurde, weil es phonetisch besser ist. Weil Klux Klan, hallo, Ku Klux Klan, yay. Es hat keine andere Bedeutung, einfach der Klang. Es ist einfach ein schönerer Klang. Ja, aber jetzt, das zergeht auch auf der Zunge, der Ku Klux Klan. Ja, ja. Also. Hast du mir das gesagt, dass das Gauland halt immer mit seinen Hundekrawatten rumrennt? Kann sein, dass ich das gesagt habe. Sofern er noch welche hat und die nicht jetzt alle schon geklaut wurden, weil er im See... Das war meine Vision, dass er auch so eine Schäferhund-Badehose hat, die er da gerade anhatte, als ihm der Turnbeutel gestohlen wurde. Ja. Der beste Kommentar fand ich von Olli Schulz dazu, als er meinte, von wegen, die Polizei wurde wahrscheinlich gerufen, weil jemand im Wasser meinte, ein Nazi im Wasser, Hilfe! Das fand ich am besten. Ah. Ja, Entschuldigung. Gut, aber es ist, also deswegen, ne, das können wir alles kurz diskutieren, aber es ist jetzt nichts, was eine Folge einnehmen würde. Mit wem würdest du gerne einen Tag das Leben tauschen? Ach du Scheiße, ey. Ja. Ach so, ich habe keine Auswahlmöglichkeit. Nein. Lebendig oder tot? Das wäre ein entspannter Tag. 24 Stunden einfach nur rumliegen. Oh. Kannst auch Merkel sagen. 24 Stunden einfach mal nichts machen. Es muss, wollte ich gerade sagen, muss es ein Mensch sein oder kann es auch sowas wie Merkel sein? Ja. Hast du dir die Fragen vorher angeguckt oder hast du schon deine Antworten? Ich habe sie mal kurz überflogen, um sicherzugehen, dass nichts zu Rechtsradikales drin ist. Ja. Von wem machen wir das jetzt? Das ist von der Bravo Girl. Bravo Girl. Ein Tag den Dings tauschen. Das Leben tauschen, ja. Ja. Ey. Ich sage jetzt mal irgendwas, wo ich überhaupt gar keinen, also was mir so hochploppt, weil ich glaube ich vorgestern lief, glaube ich, abends auf Super RTL Good Will Hunting. Deswegen sage ich jetzt Matt Damon. Was macht der gerade? Der hatte in Deadpool eine Gastrolle. Der hatte in Thor eine Gastrolle, so das scheint er gerade zu machen. Gastauftritte in Comicbuchfilmen. Der ist doch auch ist der nicht halt so ein Aktivist für irgendwelche Menschenprojekte, Dritte Welt-Dinger und sowas? Der ist doch so hardcore. Ja. Also ich habe immer das Gefühl, dass der manchmal so ein Jahr weg ist und dann hört man halt, dass der halt gerade aktiv wieder für irgendwelche Brunnenprojekte oder SOS Kinderdörfer oder sowas aktiv war. Oder halt dann Film. Aber ganz ehrlich, wenn du, glaube ich, dann... also ist der schon im Milliardenbereich oder ist der im Millionenbereich? Millionenbereich. Ja gut, aber der ist halt so ein Millionär, der nicht dumm ist, der niemals den Boden berühren wird und der dann halt zum Glück mit seiner Zeit halt auch... was Sinnvolles. Genau, also mit Sicherheit hat er auch irgendwie seine Spaßmonate oder sowas neben Dreh und soziales Engagement. Aber ich glaube, da würde ich jetzt nicht total abkotzen, wenn ich da einen Tag tauschen würde und vielleicht auch ein ganz spannendes, ist jetzt nicht super die lustige Antwort, aber ist jetzt, das ist mir spannend. Ich habe, was mir jetzt gerade, mir fielen jetzt gerade zwei Sachen ein. Nummer du bist eins. Auf Toilette? Wo ist deine Hose? Andy Richter. Der Assistent von Conan O'Brien. Ja. Ich glaube, der das aber auch das sehr viel in Filmen aktiv ist, oder? Ja, genau, in Serien, ja. Vornehmlich. Aber ich glaube, das wäre richtig lustig, so einen Tag nicht die Hauptverantwortung für die Show zu haben, sondern nur so zwei, drei Zeilen in der Conan O'Brien Show. Und der kriegt ja Conan voll oft, dass er ihn so aus dem Konzept bringt. Ja. Mit so leichten Das Krasse ist, finde ich, dass der im Gegensatz zu anderen Sidekicks, weil er wahrscheinlich schon so ewig Sidekick ist, echt das Gespür fürs Timing hat. Der Gast ist da und er hält vielleicht 20 Minuten die Fresse und dann schießt er von der Seite. Ja, also genau. Kurzes, weiß nicht, so ein bisschen wie Al Boland in Hör mal, wer da hämmert. Ja. Das ist einfach nur so ein trockenes, ich denke nicht, Tim. Und dann, und so ist ein bisschen Andy Richter. Ja. Stimmt, das wäre auch geil. Was total schwierig ist, der Stephen Colbert Sidekick, der Typ an dem Klavier. Stimmt, der immer so, cold-blooded. Das ist halt alles, was du dann hörst und das ist auch, also dafür ist aber so sehr unentschlossen, entweder sie geben ihm mehr Zeit im Bild, dann sollte er auch mehr sagen, oder sie lassen ihn aus dem Bild raus, aber dann muss er den Mund halten. Ja. Also das ist immer so. Also der einzig deutsche Sidekick, der funktioniert hat für mich, war Manuel Andrack. Also der hatte halt auch das Gefühl für, ich halte mir die Fresse und ich verstell mich nicht.
Und das hat super funktioniert. Jetzt gerade das neueste aktuellste Beispiel ist für Late Night Berlin, Klaas Häufer Umlauf hat einen ehemaligen Redakteur von Zirkus Halligalli da sitzen als Sidekick. Und der orientiert sich halt an den Großen und macht halt irgendwie immer, dass er ihn anstrahlt und macht und jeden Gag so schlecht anlacht, weil es halt einfach manchmal nicht lustig ist. Und dann wäre es lustiger, dass er einen Gag macht, sein Chef einen Gag macht und er ihn einfach nur anschaut. Das ist dann viel, dann passiert genau das gleiche, was im Publikum ist. Weil das Publikum ist oft irritiert, weil das Publikum ist halt so Halligalli-Publikum, was halt diese leichte politische Nuance, die er versucht da reinzubringen, überhaupt nicht schnallt. Und da Klaas halt auch oft einfach mit drauf reagiert, ja gut, ne, ist jetzt ja auch Politik, das ist ja auch für die anderen, dass er einfach mal so das Publikum so leicht ankackt. Aber da ist der dann halt als Sidekick echt immer nur am Mitlachen. Ich verliere mich gerade, dieser Scotch, das wird heute richtig anstrengend. Wir kommen heute nicht über die vierte Frage hinaus. Meine andere Idee war Marc-André Ter Stegen. Wer ist das? Der deutsche Ersatztorhüter. Dass du sitzt das Spiel auf der Bank und du weißt eigentlich, hast du einen ganz entspannten Tag und kannst nur da sitzen und das Spiel aus nächster Nähe sitzen. Aber wenn was passiert, musst du doch ins Tor. Bestes und Beispiel war das Iran oder sowas, wo der Typ nach, das habe ich dir doch immer... Nach ein paar Minuten. Genau, nach 15 Minuten hat er halt irgendwie so ein linke Schulter, die rechte Schulter halt irgendwie so ein Manschettending da wieder kriegt, weil er halt, der ist halt blöde hingefallen auf die Schulter und dann hat er ganz schnell in dieser Quetschbewegung halt seinen Arm gereckt. Und hat den Ball noch weggedrückt oder festgehalten und sowas. Und dann war halt so flupp, dass er schon noch den Finger hob und macht so, und das war's. Und dann haben sie auch nicht gesagt, das ist jetzt wahrscheinlich was, was man hier so schnell einrenken und dann geht's beim nächsten Spiel, sondern der ist halt für die ganze WM raus. Und der zweite Ersatztorwart, der dann halt echt ein gutes Spiel abgeliefert hat. Die sind ja auch in ihrem Verein die Nummer 1. Also das darf man ja auch nicht vergessen. Aber ich meine, aber der war ja halt da und der hatte natürlich auf dem Schirm... Das wird zu 90% wird hier nichts passieren. Aber das würde ich als Amateur, also als jemand, der einfach nicht kein Weltklasse-Torhüter ist, gerne machen, diesen Nervenkitzel, dass es eventuell doch an dir hängen kann für 70 Minuten. Deswegen die Nummer 2, nicht die Nummer 3. Also für 70 Minuten? Naja, stell dir vor, nach 20 Minuten passiert was, dann heißt es doch, du aufs Feld, nur weil du einen Tag getauscht hast. So, na gut. Spürst du den noch nicht? Du hast deinen schon ausgedruckt? Schon, ja, ein bisschen. Alter, so richtig, ich habe auch lange nicht gegessen. Wir sind schon bei Frage 2 von 25. Schon bei fast 20 Minuten um hier. Bei welchem Anrufer gehst du immer ans Telefon? Immer? Bei meiner Freundin, würde ich sagen. Das Problem ist, ich würde jetzt sagen bei meiner Mama, aber die ist eine der wenigen, die halt ohne Nummer anruft, weil die halt analog telefoniert und dann hast du halt unbekannten Teilnehmer und da ist dann halt immer die Zeit wichtig, wo du denkst, das könnte, aber sie ist halt immer so fair und quatscht mir halt auf der Mailbox, dass ich dann halt kurz zurückrufe, weil ich bin ein Typ, der wirklich, du bist glaube ich andersrum, der halt einfach rangeht, aber Nummer kenne ich nicht, gehe nicht ran. Und wenn dann halt keine Mailbox ranging, denkst du, okay, dann war es auch nicht wichtig. Beziehungsweise mittlerweile hat man auf dem Smartphone Einblendung, aus welcher Stadt bzw. aus welchem Land kommt dieser Anrufer. Also jedenfalls habe ich das mal bei mir. Und es gibt halt natürlich durch alle User, die deine Nummer haben und halt die Scheiß-App WhatsApp nutzen, sind ja halt die Daten weg. Und dann hast du halt dann irgendwie mal einen Anruf aus Kolumbien oder Frankreich oder irgendwas. Schon des Öfteren. Und dann suchst du nach der Nummer im Netz und dann kommt auch raus, das ist ein Phishing-Anruf, ist schon bekannt. Dachte ich, was? Und das habe ich halt oft, deswegen gehe ich da so oft nicht ran, beziehungsweise banne halt irgendwelche Nummern. Bei mir ist es halt manchmal so, wenn jemand in Nachrichten oder in E-Mails schreibt, ja, ich rufe dich später an und dann bekommt eine unbekannte Telefonnummer, dann schlägt das iPhone vor, ist es vielleicht? Ach, echt? Krass. Ja. Ich hätte jetzt auch sagen können, Klaus, aber Klaus ruft mich nie an. Richtig, weil ich nie anrufe. Ja, er hasst es zu telefonieren. Hasse es anzurufen. Deswegen ist es jetzt eine ganz schwierige Frage für dich, oder? Ich hingegen gehe nämlich immer bei unbekannten Nummern ran, weil ich Mysterien hasse. Wenn jemand anruft, den ich kenne, denke ich auch so, angedeutet, ich schreibe einfach in 5 Minuten zurück, was los ist. Ja. Aber eine Unbekannte wurmt mich den ganzen Tag. Das macht mich fertig, wenn mich eine unbekannte Telefonnummer anruft. Am schwierigsten finde ich bei so Phishing-Dingern, wenn die ortsgebunden sind. Also zum Beispiel, wenn es eine Berliner Nummer ist. Weil das könnte ja auch ganz schnell irgendwas Logisches sein. So was du denkst, das ist jetzt wichtig. Aber das habe ich mir schon gedacht, dass du der Typ bist, der sagt, unbekannt, solves the problem. So, Frage 3. Alter, drück das mal. Worauf willst du nie wieder verzichten?
Also das spielt ja auf irgendeine Technologie oder irgendwas an, was du halt dann mal kennengelernt hast und sagst, nee, wieder ohne Smartphone. Oder guten Scotch. Oder guten Scotch. Also nie. Das ist also, natürlich eine weit gefasste Frage. Ja, also ich meine. Die freiheitliche demokratische Grundordnung. Klammern wir was Existenzielles aus wie Wasser oder? Oder Liberale. Wasser ist kein Menschenrecht. Also von dem hohen Ross kannst du sowieso mal runter, ja. Ist Krombacher jetzt eigentlich mit Nestle. Ich bin auf der. Was? Shortlist. Ah, okay. Ja. Nein, ich meine, aber so. Nestle und Krombacher, haben die jetzt eigentlich was zusammen? Weiß ich nicht. Seit Wilden war ein bisschen auf der Shortlist. Mittwoch? Dann kann ich mir die Haare schneiden, ich habe nichts gehört. Weiß ich nicht, du weißt ja, wie die immer sind. Deswegen habe ich mir die Haare extra vorher geschnitten. Ja. Mega Geschichte für alle unsere Zuhörer. Aber das ist echt, das können wir Timo, ja kurz Oskar, Simone, tut mir leid. Total nervig, wenn ihr zu irgendwelchen Castings geht und wartet da ewig auf eine Entscheidung und seid dann halt damit irgendwie nach Friese halt angekommen und denkt dann, oh, jetzt mal die Haare schneiden. Dürft ihr halt nicht bis zur Entscheidung. Wenn ihr zwischendurch dann das nächste Casting habt, dann ist das halt so eine Scheiße, bis ihr mal weitergeht und irgendwann legen sich dann die Haare auf Ohren drauf, sofern ihr so kurze Haare habt wie ich oder Haare auf der Schulter wie... Geil, der Aufzug geht gerade vorbei. Was für ein spannender Moment. Wie beim Fritz. Du bist draußen finster wie in der dunkelsten Nacht. Vorhin stand einer auf dem Aufzug und hat sich runterfahren lassen. Ja, das machen sie öfter. Ja, aber der hört manchmal dann auf. Das ja? finde ich so. Naja, was soll schlimmstenfalls passieren? Du stürzt in den Tod. Und? Naja, ja, und dann darf man sich die Haare nicht schneiden. Deswegen habe ich jetzt nichts gehört und wird mir eher nicht. Alter, dieser Scotch, ey. Scheiß. Ist gut, ne? Was habe ich jetzt? Was war die Frage? Worauf willst du nie wieder verzichten? Was habe ich gesagt? Erst, wie ich erst genervt bin, dann muss ich nachlesen. Was habe ich gesagt? Ey, das wird hier ganz schnell dumm. Whisky hast du gesagt. Ne, habe ich gar nicht gesagt. Du hast gesagt Whisky. Ja. Bleib ich bei. Auf guten Whisky. Ja, ist es irgendwas, was man konsumiert oder was? Das ist doch deine, das ist doch deine. Ich kann dir. Ich habe vorhin gefragt, es gibt doch keine Reklamnotizen hier zu der Bravo Girl. Ja, du brauchst gutes Wasser auf für den Scotch, dann nehme ich Whisky. Also, was? Ich habe jetzt Whisky genommen. Ja, Whisky ist ja größtenteils auch Wasser, meistens. Ach, also der immerhin noch zu 40%. Aqua Vitae hieß es damals. Welcher Song, Frage 4, ist der Soundtrack deines Lebens? What? It's My Life von Bon Jovi. Der Löwenzahn-Theme. Dumm. Das ist so ein bisschen, wenn man sich vorstellt, so stolper ich durchs Leben wie dieses. Und dann auch mit dem, ist komisch, klingt komisch, ist aber so. Das würde alles passen. Ich bin Löwen. Was hast du genommen? Nein, das James war ein Bond? Scherz. It's My Life von John Bon Jovi in Bonn. It's My Life. Ich glaube, der Song zur EM 96 oder so. Welcher ist es jetzt? Glaube ich gerade dieses Fanta 4 mit Clouseau, ne? Echt? Lass uns noch ein bisschen im Leben stehen und morgen irgendwie Tee trinken und ich habe keine Ahnung. Ich dachte, das wäre irgendwas Russisches. Es gibt tatsächlich irgendwie so auf ARD, ZDF haben die dann immer für die Einspieler und da haben sie halt so ein... War das nicht Blumentopf eine Zeit lang? Ja, das war letzte WM. Ah, die haben bei RTL 2 doch den Wochenrap-Blick. Was ist letzte Woche? Das wird nur peinlich gerade. Aber das ist gut, der Wochenrap-Blick, das finde ich gut. Nee, das gibt's wirklich bei RTL 2. Das ist halt für die Kinder, mit Nachrichten nichts zu tun haben. Denkst du, ey, wenn sie diesen Wochenrap-Blick für 30 Sekunden sich einverleiben, dann haben sie so einen Funken Information. Okay, ich wähle... Spürst du gar nichts? Doch. Aber du bist so trocken. Ich reg mich nicht die ganze Zeit drüber auf. Ich glaube, ich wähle den Saber Rider Soundtrack. Can you feel the thunder inside? Saber Rider. Klingt aber auch so ein bisschen wie Porno. Ja, naja. Hast du gerade gemacht? Nein. Frage 5. Jetzt fährt der Fahrstuhl schon wieder hoch. Alter, das müssen wir mal sehen. Und ist was runtergefallen. Ehrlich? Ich habe nichts gesehen. Ist nur ein Stück Papier gewesen. Oh, oder? Ich kann meinen Kopf nicht drehen. Ich habe es mir auch ein bisschen verklemmt im Hals. Mein Rücken ist ganz feucht hier. Willkommen bei alteherrenleiden.de. Oh, jetzt muss ich über jeden Scherz lachen. Wer würde deine Biografie schreiben? Ein Affe. Oh, ich glaube, er hat geklopft. Hm, ja. Nee, ich würde, keine Ahnung, wer würde meine Biografie schreiben? Der gleiche, der halt auch die Biografie Komm, irgendjemand fällt dir ein. Die Biografie von, die ist total lustig, die müsst ihr euch bei Spotify reinziehen. Philipp Lahm.
Mike Krüger. Das ist so geil, wenn er erzählt, ja, und wir hatten da einen Auftritt beim Baumarkt in Süderhöhe und der Chef hat sich gedacht, weil wir so Megastars sind, werden wir da nicht einfach hingefahren, sondern wir fahren 500 Meter vor diesem Baumarkt. Dort kommt ein Helikopter, in den sind wir gestiegen, der hat uns zum Baumarkt geflogen und dann waren wir die Stars in Süderhöhe. Und das ist super, wie der das liest. Der liest ja seine eigene, das ist eigentlich kein, das ist also hört euch auf Spotify beziehungsweise wo ihr findet, Mein Gott Walter heißt natürlich auch seine Biografie. Mike Krüger, das ist der Knaller. Ja. Wer schreibt deine Biografie? Entweder, wenn es richtig dramatisch und so düster verschwoben werden soll, Daniel Kehlmann. Das, für den habe ich ja ein großes Faible. Oder kannst es mir, Daniel Kehlmann ist der Autor von Ruhm und Der fernste Ort und vielleicht am bekanntesten Die Vermessung der Welt. Ah ja. Und er schreibt immer so sehr düstere, sehr zynische Sachen. Es hat so eine unterschwellige Boshaftigkeit, aber ich glaube, passender wäre wahrscheinlich Sven Regner, der Autor von Herr Lehmann. Ja, das denke ich auch. Ja nun, sagte Klaus. Ja wie, sagte Dirk. Ja nun, sagte Klaus nochmal. Ja. Boah. Wie? Ein kompletter Dialog. Ja, das ist super. Das ist dieser Ton, auch wenn er die Sachen selber liest. Also er macht auch die Hörbücher selbst. Er ist ja auch der Sänger von einer Band. Und wenn er die Sachen selber liest, dann hat er auch immer dieses, ja wie, sagte Frank. Ja nun, sagte Klaus. Und das ist halt echt nur mal dieses so komplett skurril vorgelesene und halt einfach Sachen, die so Kneipenabende. Mhm. Das geht dann halt um so einen Kneipenabend, drei Kapitel. Das ist mir wiederum auch sehr sympathisch. Also Sven Regner bei mir. Und bei dir Mike Krüger. Gut. Der Autor, also der, das, ich würde nicht sagen, dass Mike das geschrieben hat. Obwohl, so wie es sich anhört, hat jemand wahrscheinlich einfach nur gefiltert. Hm. Ich glaube, er hat einfach nur sein Diktiergerät vollgequatscht und meinte, oh Gottes Willen, dann nehmen wir 70% schon mal weg. 1984 habe ich zum ersten Mal den Nippel durch die Lasche gezogen. Da kam eine Idee zu einem der größten Songs. Zwei Supernasen tanken Super 3, The Movie. Ja, er ist immer noch in der Welt, in der, ich glaube, er hatte mal so einen Hit, der Bundeswehrsoldat, und er meint, das war in jeder Kaserne, wurde das gespielt. Ja. Aber passende Überleitung zu Frage 6, was ist deine früheste Kindheitserinnerung? Oh, das ist schön. Das ist ein bisschen geklaut aus dem Film Absolute Giganten. Ich weiß gar nicht, wer da mitspielt, die drei. Der eine ist auf jeden Fall bekannt geworden, der hat 1000 Filme gemacht. Das letzte, was ich gesehen habe, war Weißen See. Dieses schmale Gesicht, der immer so sehr viele verkorkste Typen spielt, der kleine, der drahtige. Schmali McCorks Gesicht. Mhm. Und da sitzen sie nach diesem krassen Film morgens in dem kaputten, weiß nicht, Granada oder sowas. Und dann sagt der eine, was ist eure früheste Kindheitserinnerung? Ja, das ist ganz schön. Sowas Persönliches. Gut, das ist also deine früheste Kindheitserinnerung. Ich wollte gerade sagen, so persönlich Giganten wollen wir siehst. Das jetzt hier einfach... Breit treten? Nee, müssen wir nicht. Pass auf, dann machen wir es immer. Ein Fragen, großes Glas Kakao. Wenn die Fragen zu persönlich werden, schweife ich auf eine andere Liste um und suche dann beziehungsweise ich sag, ich die Frage der gleichen Nummer raus. Frage 6. Also ich kann mal sagen, bei einem meiner, von der ich es weiß, aber das bin ich mir nicht ganz sicher, ist, dass ich ein Polizeipferd namens Charmeur getroffen habe. Und ich konnte es nicht aussprechen, hat mal Charmeur gesagt. Hä? Du hast doch gerade gesagt Charmeur. Ja, jetzt kann ich es aussprechen. Wie, als, was hast du früher gesagt? Charmeur, ohne R. Nicht Charmeur, sondern Charmeur. Ja gut. Ja gut, sicherlich. Ich habe früher nicht grün gesagt, also sondern grün. Jetzt sind wir auf mitvergnügen.com. Und ich könnte Massage früher nicht sagen. Bleiben wir bei den Listen? Nein, wir wechseln zurück. Ich bin der Listenmeister. Wenn es dir möglich wäre, aber die ist gut, 90 Jahre alt zu werden und du ab dem Alter von 30 entweder den Körper oder den Geist eines 30-Jährigen für die letzten Jahre, 60 Jahre deines Lebens behalten könntest. Ach, du musst nochmal anfangen. Frage 1. Nein, bei 6. Nochmal anfangen. Wenn es dir möglich wäre, 90 Jahre alt zu werden und du ab dem Alter von 30 entweder den Körper oder den Geist eines 30-Jährigen für die letzten 60 Jahre deines Lebens behalten könntest, was von beiden würdest du wählen? Also möchtest du lieber, dass dein Körper ewig 30 ist oder dein Verstand? Also ehrlich gesagt finde ich beides schwierig, weil ich meinen Körper jetzt besser finde als mit 30. Und da könnte ich mich ja blöde trainieren und hätte dann halt immer noch diesen weißen Drahtlappen mit 30. Du könntest deinen Körper ja weiter trainieren. Könntest du auch weiter Fett werden mit 30.
Der würde sich ja nicht verändern. Doch, dein Körper würde sich verändern, aber du würdest immer den Körper eines 30-Jährigen haben. Ach, du meinst also... Genau, du würdest so schnell regenerieren wie ein 30-Jähriger. Ich dachte, Nein, oder so. Dein Geist kann sich ja auch weiterentwickeln. Du bleibst ja nicht ewig auf dem Stand. Das hoffen wir. Hm. Also, lieber ein junger Geist oder lieber ein junger Körper? Naja, dann... Also, ehrlich gesagt, finde ich es jetzt nicht so spannend, aber wenn ich wählen muss, dann würde ich den jungen Körper nehmen. Ich glaube nämlich ich auch, weil ich glaube, das Schlimmste ist, wenn dein Verstand weiterhin wach und frisch bleibt, aber dein Körper nicht mehr kann. Also wir sind ja so wenn du dumme willst, Hunde auch mit 30 gewesen und wenn du dir überlegst, du hast dann halt einfach nur dieses Hundehirn, was nicht weiter sich entwickelt. Mhm. Ja, aber ich meine, selbst wenn es nicht weiterentwickelt, du hast diesen jungen Verstand, aber dein Körper kann einfach nicht mehr reagieren. Ja, also aber ich glaube, das ist ja schon ein bisschen so, denn Körper und Geist gleichen sich ja nicht an. Also es ist ja nicht, dass du mit 60 denkst wie mit 60 oder so. Und ich glaube, das ist auch das große Problem im Alter werden, wenn manche Dinge nicht mehr funktionieren oder weniger funktionieren, aber dein Geist weiß ja noch ganz genau, wie es war oder setzt es voraus. So. Mhm. Und ich glaube, das wird sehr schwer, weil das... Also der Tod ist ja, oder das Sterben ist ja nicht, das ist mit Sicherheit nicht angenehm, aber halt der Weg dahin ist ja für manche sehr, sehr schwer. Vor allen Dingen, wenn halt irgendwelche Krankheiten dazukommen oder sowas. Und das muss halt, also chronische Dinge, das muss, glaube ich, halt schwer werden, weil der Körper hat es halt, aber der Geist muss es halt greifen, dass es da ist und länger bleibt. Und das musst du halt ohne in irgendwelche Depressionen zu verfallen oder irgendwas halt klack. Und das, glaube ich... Jetzt komme ich schon diese Depri-Moment. Ich habe diese ganze Situation. Wir machen weiter mit Frage 7. Und ich sage, Frage 7 ist auch wieder so persönlich. Ich gehe mal wieder auf eine andere Liste. Gehen wir mal zu Frage 7 von der Zeit. Relativitätstheorie oder Relativsatz? Das sind Fragen mit Tiefgang. Was? Relativitätstheorie oder Relativsatz? Ich glaube, Relativsatz ist ein anderer Ausdruck für Dreisatz. Was ist das denn für eine lustige Frage? Frage 8. Ja, du hast ja auch nicht dein Selbst dazugegeben. Die ist wirklich dumm, die Frage. Ja, aber dann atmest du jetzt aber auch gegen die Frage und nicht gegen mich. Nee, mach ich ja auch. Ach so. Dann atme noch mal gegen die Frage, aber es klang, als ob du gegen mich geatmet hast. Die Frage. Nee, du musst das nicht sagen. Du musst das schon denken. Ha. Also nur ihr Glas rüberreichen. Frage 8. Kannst du nicht aufstehen? Doch, kann ich. Das kann im Mikrofon bleiben. Welches ist gerade dein Lieblingswort? Was? Ja, ich hab's akustisch, nicht, dass du es wiederholst, aber... Welches ist gerade dein Lieblingswort? Bliat. Gut, ja, der russische Ausdruck für wir haben ein weiteres Spiel 5-0 gewonnen. Dein Lieblingswort. Und deins? Zisch. Das habe ich gerade gedacht. Ist mir klar, dass du es gerade gedacht hast. Lieblingswort. Lieblingswort. Ich benutze gar nicht so viele Worte so oft, so häufig. Ich kann es nicht auf den Bein versuchen. Wie wäre es mit, was habe ich neulich gedacht, das ist echt schönes? Habe ich vergessen? Schlänzen. Das ist ein bisschen viel. Oh. Dirk macht uns gerade 0-2er Scotch. Bist du wahnsinnig? Nee, ich habe es angeglichen, weil bei dir war es viel mehr drin. Naja, danke. Das ist wieder Scotch in der wilden 13 von Sabrina. Tschüss. Schlänzen. Schlänzen ist doch irgendwie so sich gut gehen lassen, ne? Nee, den Ball so um die Mauer schlänzen. Ey, ich bin betrunken. Zack, so den Ball so ganz in so einer Kurve, in so einer Cristiano Ronaldo-Kurve, den Ball um die Mauer schlänzen. Mhm. Braucht gar nicht so viel Drive, eher so eine die Kurve. Ein Glas. Fritz ist richtig im Training. Ja, und vor allem, aber das Glas, was wir jetzt trinken, ist ungefähr dreimal so groß wie das davor. Ja, aber das ist auch nicht so schlimm wie dein. Vielleicht. Der riecht aber richtig malzig. Mit welchen drei Worten würden deine Freunde dich beschreiben? Das ist ein Craig-and-Mort 12 Jahre, falls jemand wissen will. 40% nicht 87, was eben. Mhm. Mit welchen drei Worte? Denn? Würden deine Freunde dich beschreiben? Ein geiler Hund. Nice. Richtig nice. Das wären die bei mir.
Stehen nicht da drei unterschiedliche Worte? Ja, ist okay. Oh, ist der tausendfach milder, wenn man den anderen getrunken hat. Naja. Findest du den nicht mild? Ich finde den nicht so lecker, ehrlich gesagt. Ja, ein bisschen was von Leitungswasser. Ja, Entschuldigung, wenn wir halt so eine so was Krasses trinken und dann halt ja, was ja, mildes. Ist ja, mehr und, ja. Frage wir haben 10. Halt falsch angefangen. Du wolltest halt wenn du wenn du irgendetwas an der Art und Weise, wie du erzogen wurdest, ändern könntest, was wäre es? Boah. Das ist halt schwierig. Pass auf, ich kann ja mal den Anfang machen. Ich hätte gerne ein Instrument gelernt. Das habe ich auch, das habe ich lustigerweise eben gedacht und hatte dann irgendwann mal so einen Vorwurfsmoment, dass ich sage, warum hast du mich nicht zur Gitarre gezwungen oder irgendwas? Ja. Und ich dachte, oh nee, Aaron, ja, die ganzen Umstände, alles, du weißt auch, wo das herkommt und du weißt halt auch, warum die anderen das gelernt haben, die es halt gelernt haben und aus welchem Haushalt und wo die prägenden bla und wie die kämpfen mussten und wie hier aber irgendwas kämpfen. Eine Blockflöte oder sowas. Ehrlich? Nee, also nein, aber ich habe also schon mal gute Blockflöten gehört und das ist auch noch Gitarre dumm. Oder natürlich klassisch Klavier, als man das Problem ist ja, die Kinder hassen es ja. Also ich fände die Frage früh, besser. Wenn man sie früh dazu zwingt. Also die Frage fände ich besser, hättest du lieber Klavier oder Gitarre gelernt? Dann machen wir das mal als Frage 10. Hättest du lieber Klavier oder Gitarre gelernt? Das finde ich nämlich schwierig, weil Gitarre ist halt so, das kannst du überall und das ist irgendwie ganz geil für eine Stimmung. Aber wenn du halt richtig Klavier kannst, finde ich, ist noch eine Krönung. Ganz geil für eine Stimmung, für so einen Lagerfeuerabend mit ja, Freunden. Oder jetzt mal ehrlich, oder in oder dieser auf Stimmung, Party, wo wir uns niemand jetzt ist so beliebt wie der die Gitarre rausholt. Wenn du jetzt einfach mal, keine Ahnung, Wonderwall klimperst, dann ist hier aber Alarm. Ja. Das, ja, und so wie damals mit Inge im Musik-Einzelunterricht, für die eher blöder am Klavier waren, da waren, glaube ich, Inge und ich alleine und Inge dann noch zu dem, ich weiß nicht, wie er hieß, Thorsten oder sowas, dem Volker den Klavierlehrer dann irgendwie meinte, boah, ist das kompliziert, meinte, ja, ich habe mit, nee, genau, und dann meinte er doch, ich glaube, Volker meinte irgendwann, naja, manche fangen mit Saxophon an, Quatsch, mit Akkordeon, weil halt die Tastengriffe halt gleich oder ähnlich sind. Ja. Und Inge meinte, das alte Kennerklavier. Und Volker, und damit habe ich angefangen. Und wir waren halt nur zwei in diesem Unterricht. Und das war dann echt für die nächsten Wochen echt schwierig für Inge, wo er immer schön die Fresse halten musste und sich ins Fäustchen lachte. Ja, ist echt schwierig jetzt mit dem Scotch, der ist so mild. Und dann ist man so verführt, große Schlücke zu nehmen, damit es... Haben wir danach irgendwie was nicht die oder der ist nicht der nächste ist nicht so stark. Der nächste, wir trinken jetzt eh so ein 16. Ja, das dauert, da kommen wir eh. Also, da sind wir schon fast durch mit meinen Fragen. Beziehungsweise mit der Halbzeit. Ich weiß nicht, machen wir dann ab einer Stunde dann einfach Halbzeit weiter oder gehen wir deine Fragen noch durch? Ja, wir haben noch pass auf, wenn wir jetzt uns der Stundenmarke nähern, dann beschleunige ich das irgendwann mal. Ich habe einen Blick auf die Zeit. Ich hätte die andere mitnehmen, aber ich dachte, du findest es doof. Nee, ich tröte gerne, als wenn Olifanten in der Nähe sind. Entschuldigung, dass ich das vergesse. Ja, ich habe mal eine lange Zeit irgendwie versucht, Gitarre als zu spielen. Olifant ich kann auch so die einfachsten Griffe habe ich noch im Kopf. Ja, das habe ich auch. Tatsächlich, aber das hat mich nie irgendwie so mitgenommen. Und ich glaube, Klavier wäre dann eher meins. Du hattest auch eine Gitarre und du hast sie auch verkauft, ne? Ich habe sie auch verkauft, ja. Aber ich hatte eine richtig teure Gitarre, die ich mir... zusammengespart habe als Teenager aus dem Musikhaus Spandau geholt. Damals ein riesen Musikladen, für den Leute eigens nach Spandau gefahren sind. Cool. Riesen-Event. Heute, glaube ich, geschlossen. Also bei mir war es, da war ich schon in Berlin und da wollte ich unbedingt irgendwie, da kamen halt diese ganzen Dinger hoch, so von dem, was habe ich damals verpasst? Mhm. Und dann in der Schauspielausbildung, wo man dann halt auch ein bisschen Musik und Gesang und sowas hat. Ja. Und dann war meine Mama da und wir waren auf dem Flohmarkt. Und ja, auch guck mal, die Gitarre. Und ja, wenn du willst. Und dann irgendwie so eine Billo-gebrauchte Western-Gitarre. Du hast eine spanische Gitarre. Da hieß sie Western-Gitarre, weil auch ein Western-Aufkleber war. Und du hast mir erst erzählt, dass es eine spanische Gitarre war. Also halt irgendwie so ein, es war so ein Billo-Modell. Und ich hatte es zu Hause und ich glaube, ich hatte zweimal probiert, da irgendwas mit zu machen. Mhm. Du hast mir, glaube ich, Saiten gekauft und die auch gespannt beim Spielen und beim Probieren. Ist, glaube ich, eine gerissen. Und weil ich das halt als Sportinstrument eher gesehen habe. Passiert aber auch schnell. Also ich meine, vor allem an den spanischen Gitarren, weil das sind ja Nylon-Saiten. Und ansonsten bei den Western-Gitarren nimmt man Stahlsaiten.
Ja. Die sind dann auch ein bisschen stabiler. Aber es war ein Aufkleber von der Westergitarre drauf. Ja, dann verkauft immerhin. Halt hast du noch einen Aufkleber von der Fender Stratocaster drauf gemacht? Genau. Gewinnbringend zu verkaufen. Und es wurde halt auch gefilmt, aber es war nicht die Gitarre, es war eine andere. Als ich meinen Top-Hit gespielt habe, sind drei geile Hunde. Sind drei geile Hunde, ja. Das ist mir fast die Hand gebrochen. Diese blöden Griffe, diese komplexen Akkorde zu halten. Ja, C und G, ja, die härtesten Akkorde der Menschheit. Wo König meinte von wegen, das sind diese Billo-Punk-Akkorde. Damit kannst du alles punkige spielen. Ich sagte, das ist unmenschlich, wie man die Finger halt, das geht gar nicht. Zwischendurch habe ich Blei gerochen und nicht mehr sehen können bei dieser Griffe. Meine Hirnwindung waren. Und König in die Eier gehauen. Nicht am selben Abend. Doch, das war der Abend. Ach so. Das war alles auf Video. Aber das tat mir auch leid. Egal, aber ist Frage 11. Wir müssen jetzt über einen Schaft reden. Und vielleicht den wichtigsten Schaft von allen. Meiner ist sauber. Die Freundschaft. Wie definierst du Freundschaft? Boah, das ist auch wieder schwierig. Also ich 20 finde, Minuten für 15 Fragen. Was ich schwierig finde, was ja bei manchen total oben steht, diese blinde Loyalität, das finde ich manchmal schwierig. Also ich finde, man kann auch den engst Vertrautesten mal in Frage stellen und ich finde es auch gut, wenn er mich in Frage stellt. Ich glaube, das so ist so ein Punkt. Also diese ganzen Basics muss man, glaube ich, nicht kommentieren, aber ich glaube, dieses egal was, egal wie dumm, ich bin immer an deiner Seite, finde ich. Also ich finde, da ist dann eher der Punkt, dass ich sage, ich bin so weit Freund, dass ich sage, das finde ich scheiße oder das ist generell vermutlich scheiße. Und dieses nicht immer einer Meinung sein. Also was ich gut finde, zum Beispiel bei uns jetzt, sage ich erstmal, unsere Freundschaft, dass wir halt uns auch mal ankacken können und oft halt nicht einer Meinung sind und dann halt vielleicht das nicht professionell ausdiskutieren. Das kommt vielleicht im Podcast nicht so rüber, wo wir hier immer einer Meinung sind. Ja, genau. Nee, aber das halt so, dieses bisschen reiben und dann halt auch... Ja, sich ein bisschen reiben, ist auch meine Definition von Freundschaft. Penis, Vorhaut. und dann halt auch vielleicht mal neue Sichtweisen bekommen. Dass man halt auch so denkt, gut, also man schätzt ja den anderen auch so sehr, dass man halt Ideen oder Gedanken, die man von vornherein bei Fremden oder Bekannten eher ausklammert und denkt, beschäftige ich mich gar nicht. Aber wenn dein Freund sich damit beschäftigt, dann gibt es immer so Momente, dass man denkt, ja gut, kann ich ja mal einen Gedanken drüber verlieren. Sowas. Und das ist halt so im Bekanntenkreis, denke ich immer so, ja, soll er machen, mir scheißegal. Aber wenn es dann halt ein Freund, den man halt auch schätzt, denkt man, ja, aber der ist doch nicht doof, warum macht der das denn so? Also, dass man dann irgendwie denkt, ja, okay, vielleicht ist da doch was dran. Also so, dass man halt vielleicht neue Sichtweisen mal bekommt. Das ist jetzt eine endlose, lange Definition, die noch nicht mal richtig Hand und Fuß hat, aber ich habe da halt nicht so als wie Bros for Hoes oder so ein Scheiß, weil ich das halt auch... Bros before Hoes und nicht Bros for Hoes. Das ist ein Vermittlungsprogramm, mit dem Bros on Hoes vermittelt werden sollten. Das ist so schlecht, bin ich schon in diesem... Ja, nee, das habe ich aber auch schon erlebt, dass halt irgendwie auch das total verkannt wurde, so von wegen irgendwie eine Frau blöde anmachen und dann sich total kaputt lachen und dann die anderen halt hinter denen stehen und ich so, was soll denn der Scheiß? Und dann, ja, Bros before Hoes und dann denkst du, das hat eine andere Bedeutung. Ja, also und es ist nicht von wegen, ich mache jeden Scheiß und der Typ sagt, hey geil, er ist mein Freund, ich mache mit. Oder also, ja, für manche ist es ja das. Ja. So ein Freifahrtschein für, was war die Frage? Wie definierst du Freundschaft? Ja. Wie definierst du Freundschaft? Der wichtigste Schaft von allen. Nein, tatsächlich einfach sich gegenseitig zu helfen und füreinander da zu sein. Also auch wenn es wie die kitschige Postkartendefinition von Freundschaft klingt. Aber sowas. Aber du bist doch eher der Typ, der gerne hilft, aber sich ungern helfen lässt. Das stimmt nicht. So einem getrochenen... Wir haben keine Zeit, Frage 12. Was? Also das ist halt eine einseitige Definition beziehungsweise eine einseitige Praxis bei dir. Ach was. Was gefällt dir an deinem Aussehen am besten? Alles. Nice. Also es ist dieses erschreckende Perfekte. Das ist immer das, was mich jeden Morgen halt echt erschreckt. Dass ich immer denke, das ist so ein bisschen wie Kevin Hart, als er über seine Waden gesprochen hat und zu Conan meinte, dass er halt gerne mal mit Gott morgens spricht. So, wieso so perfekt? So. Und das ist halt das, was ich auch immer erlebe, dass ich denke, meine Güte, das ist gruselig. Selbst diese komischen Muttermale aus den Haaren wächst und man denkt, das ist wie so einen kleinen Hexer. Ja. Das ist halt auch... Ist immer eine gerade Anzahl an Haaren. Ja, die richtige Farbe, die richtige Länge, ja, die richtige Kräuselung. Erschreckend. Der richtige Duft, wenn man drei Tage sich nicht duscht. Und Wahnsinn. Das ist alles stimmt. Das ist echt...
Und das ist ja oft das, wo man dann bei anderen aneckt, die dann komischerweise darauf reagieren. Weil man, ja, lies mir erstmal deine Mail von bitcoin.de, die jetzt bitten, endlich mal dein Konto zu räumen. Moment mal, ich habe noch, da sind gerade noch 10 Euro an Bitcoin drauf, also 9 Bitcoin. Nice. Ja. Je nachdem, wann ihr das hört. Und bei dir? Tatsächlich mal als ehrliche Antwort meine Beine. Ich habe muskulöse Beine. Aber deine Innenschenkel sind nackt, weil du dir die Haare weggeschubbert hast. Wie mit Bimsstein glatt gerieben. Ja. So. Und nee, ich mag meinen armen Schulterbereich, der ist halt echt ordentlich. Wir müssen jetzt echt in der Kadenz weiter. Wir haben jetzt ungefähr noch eine Minute pro Frage. Und was an deinem Charakter? Schon 30 Sekunden weg. Das ist ja schon deine, die Definition. Deine von Möglichkeit, schnelle Antworten zu finden. Das ist schon die Definition von Charakter. Ist ja schon mal. Oh, das können, ist das nicht, sind das nicht Fragen, das, was andere, also was Menschen, die dir wichtig sind, eher klären können als man selber? Ja, pass auf, dann gehen wir schnell auf eine andere Frage 13. Oder ja, was würdest du denn sagen, wenn du weiß sagst, coole Frage? Okay, Frage 13. Was denn? Was ist denn dein? Ich habe gar nicht gesagt, coole Frage. Ja, aber du tust so, als ob das jetzt weitergeht. Weil ich wenn dir eine Kristallkugel die Wahrheit über dich, dein Leben, deine Zukunft und alles andere verraten würde, was würdest du wissen wollen? Hä? Wie die, wenn also, dir eine Kristallkugel... Aber steht ja nicht von wegen, du hast die Wahl zwischen, sondern sie sagt dir alles. Ja, meine Güte. Du kannst dir eine Frage stellen. Wir machen sie jetzt mal ein bisschen freier. Ah. Wir sind jetzt übrigens gerade auf mitvergnügen.com. Nice. Die Seite der Profis. Gesponsert von der deutschen Medienagentur. Ich will doch alles entweder selbst erarbeiten oder vorher noch nicht wissen. Also, geht der Bitcoin-Kurs jemals auf die 100.000? Wenn das mit deinem Charakter zusammenhängt? Haben wir Frage 14. Welches ist dein Lieblingsmärchen und warum? Entschuldige, dass der Alkohol bei mir wirkt und bei der Klaus Katze hat man das Gefühl, dass der gerade seinen Frühstückskaffee trinkt. War doch nie nüchterner. Es ist halt einfach für ihn Alltag. Es ist auch die Zeit. Normalerweise sitzt er hier auch alleine, 16 Uhr, und brennt sich ein. Ich halt nicht. Und spielt Fortnite, um andere Leute zu flossen. Ja, und eine ohne. Was war jetzt schon wieder die Frage? Ich bin schon wieder durch. Dein Lieblingsmärchen und warum? Ich sag's mal ganz klassisch, Rotkäppchen. Ich mag das. Wegen Wolf und du bist immer der böse Wolf und hast gerne so ein unschuldiges Rotkäppchen. Aber ja, das ist aber auch das einfachste stereotype Märchen. So. Also welches, das ist ja nicht nur, das ist ja kein klassisches Märchen, aber was ich in dem Bereich Fantasie, Märchen, Geschichte, ist die unendliche Geschichte von Michael Ende. Die finde ich halt sehr, sehr schön. Und nicht den Film, falls jetzt irgendwer sagt, ich habe da halt zwei gesehen, das war krass. Und dass ich darauf reagiere. Ja, das bestärkt mich nur. Wofür bewunderst du andere? Frage 15. Timing, Humor, Onanieverhalten. Konzentrationsgabe. Das ist bei mir echt krass geworden in den letzten Jahren. Sehr lustig, Peekaboo. Ich kann mich auf nichts mehr konzentrieren. Ich habe wirklich Probleme, längere Zeit bei irgendwas zu bleiben oder mal ein Buch zu lesen. Das ist echt schwierig, ja. Da, also wirklich bewundernswert, wer in den Zeiten des Smartphones noch ein Buch lesen kann. Chapeau. Ja. Ich Bist du auf dem Klo oder bist du mit deinem Handy beschäftigt und guckst dir YouTube-Videos an? Ich mache verschiedenste Sachen. Also ich gucke mal keine YouTube-Videos an, wenn, dann lese ich was auf dem Klo oder putze mir die Zähne. Putzt dir die Zähne beim Kacken? Ja. Oh. Du Zeitsparer. Ja, du machst bestimmt morgens auch, wenn ich jetzt esse und kacke, putzt dir die Zähne, solange du nur da sitzt und die Hände nicht kontaminiert sind. Oh. Du sitzt dann doch nur auf dem Klo. Ja, aber trotzdem, du bist... Du bist in der Nähe von Kot. Wie nah hast du deine Zahnreihe denn? Ja, es an ist der einfach Schüssel? Dieser Gedanke so. Eine super Dentalhygiene hatte ich damals noch. Und dann nierst du beim Rasieren? Okay. Was haben deine besten Freunde gemeinsam? Die haben den gleichen Namen. Coole Antwort. Au, scheiße, ich habe das Glas genießt. Gelacht. Jetzt hat er Whisky im Auge. Oh. Meine besten Freunde sind alle super geschickt.
Ja. Was willst du denn? Jetzt schmeckt er anders, oder? Vorhin habe ich das Gefühl, ich habe Wasser im Mund, jetzt? Ich habe mal das Gefühl, ich habe Wasser im Mund. Was willst du deinen Kindern später mal beibringen? Ich hoffe, ich gebe keine Richtung vor. Das wäre eine große Kunst. Und das ist total schwer, weil, glaube ich, die Richtung unbewusst weitergegeben wird. Weil man halt so moralisch-ethische... Also, ja, gut. Ich glaube, so moralische, ethische Grundwerte wären schon ganz gut. Was wir öfter mal draußen sehen, was halt Assi-Verhalten ist. Was bei mir, also was natürlich immer Zeit braucht und was halt auch sehr Mut und Kraft, aber für sich und andere einstehen, ist halt schon eine große Kunst. Also, da gibt es jetzt keine Voraussetzung. Und mach das bitte mit 5 oder 7 oder 10 oder 20. Aber wenn man das kann, das ist, glaube ich, schon sehr, sehr schön. Das wäre schon eine geile Sache. Aber sonst ist schon geil, wenn der von alleine, also ohne, dass jemand dabei ist, schon denkt, ich muss Müll nicht auf die Straße schmeißen. Wäre schon ziemlich geil, oder sie. So, was wir halt öfter sehen, diese Gleichgültigkeit. Und die kommt ja nicht aus dem Nichts, das wird ja vorgelebt. Also ich würde mal behaupten, dass kein Kind von sich sagt, von wegen, alles weg, ist mir egal, ist super. Natürlich kann es mal den Moment geben, dass man dann erklärt, was dann passiert im Großen und Ganzen, so kurz abgerissen. Aber ja, einfach so ein gesundes Miteinander, das wäre schon schön. Ja. Was ich beeindruckend finde, einer von unserer Crew, mit der wir sonntags Fußball spielen, hat öfter seinen Sohn dabei, der Sohn ist 8 oder 9. Und wenn der umgeholzt wird von einem Erwachsenen, dann steht er wieder auf und spielt weiter. Das finde ich gut. Nicht erst anfangen, diesen rumheulen, ich wurde getroffen, ich war aufmerksam. Aber, nee. Aber wenn du wirklich Schmerzen hast, egal welches Alter, finde ich schwierig, wenn man dann so aber ein Ego drauflädt, ja, sagt, egal, dann, ich heiße nee, aber ich dann bin ist, Mann. Aber dann ist es ja ein Zeichen dafür, dass du wirklich Schmerzen hast und verletzt wurdest. Ja, aber und die Definition von Schmerzen ist ja individuell. So, es kann ja auch sein, wenn du nicht, sagst, von dir hat dich nur geschubst. Nicht bei mir im Haushalt. Siehst du genau das. Ich finde das schwer, wenn man halt irgendwie so eine Klischee-Dinger von wegen Frau darf Schmerzen haben, Mann halt keine Schmerzen oder sowas. Nee, ich werde meine Tochter erziehen wie einen Jungen und umgekehrt. Dad, 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 mein Jackett passt nicht zu den Schuhen. Zieh deine Ballettschuhe an und halt den Mund. Rupert. Welcher Superheld wärst du und warum? Frage 18. Ja, das ist Superman, den habe ich halt seitdem ich... Also ich glaube, ich kannte vorher auch gar keinen Helden jahrelang, bevor ich... Dann irgendwie, ich glaube, danach gab es noch Spider-Man oder sowas in den Comics. Aber Superman hat halt irgendwie... Eine kurze Geschichte der Comicbücher seit den 30ern von Dirk. Und das war's. Gibt's noch andere? Schreibt es in die Kommentare, macht er eh nicht. nee, ich meine, weil der hat halt auch... der hat halt einfach so einen großen Anspruch an Menschlichkeit, obwohl er gar kein Mensch ist. Und dann hat er halt auch noch so einen schönen Vaterkonflikt. Also ich finde ja, die Entwicklung der Figur fand ich ja total geil, auch wenn die Serie so klischeehaft ist wie Dawson's Creek mit Superkräften. Aber ich fand halt Smallville total gut in dem Bereich, wie die Entwicklung von Clark Kent und Superman war und dann halt auch den Konflikt mit seinem Vater, weil sein Vater wie ist er nochmal, Kal-El oder war er das in der... Jor-El. Jor-El. Ja, was er von ihnen wollte, also von wegen hier der Erdenherrscher und sowas. Und dann halt die Vaterfigur des Jonathan Kent, der dann halt ihnen so die Grundwerte mitgegeben hat und die Konflikte. Und da, ja, also ich fand es halt als Kind dann die ganzen Comics und ich glaube den dritten Teil mit, wie ist er nochmal, der vom Pferd gefallen Christopher ist? Christopher Reeve. Christopher Reeve, ja, den fand ich halt als richtigen Superman, weil ich fand halt da dieser, wie heißt er, Tom Wright oder was? Der den gespielt hat, nee, Tom Welling, ne? Der ihn gespielt hat in Smallville. Ach so, keine Ahnung. Ja, dieses Model, der vorher nur 2, 3 Filmchen gemacht hat und dann hat er die Serie gekriegt und wollte sie erst nicht, weil dann ist er so halt abgestempelt. Mhm. Aber er hat halt vorher und danach nichts Großes gemacht. Also dann sind, glaube ich, 10 oder 11 Jahre mal halt diese Figur besetzen, nicht schlimm. ja, aber das fand ich halt als Kind und dann als Teenager fand ich halt die Serie und ich glaube, bei mir wäre es das, bei dir wäre es wahrscheinlich Spider-Man. Der Joker. bei mir wäre es Spider-Man. Spider-Man ist der Superheld, mit dem ich groß geworden bin. Der von Selbstzweifeln zerfressene Netzschwinger, der durch die Stadt schwingt und auf den Dächern was sitzt. Schwingt der? Und durch die Stadt sitzt auf den Dächern. Aber hast du nicht irgendwie Blaschwinger? Von Selbstzweifeln zerfressene ja, aber du hast halt Netzspinner. Netzspinner, ja, ach so. Der durch die Stadt schwingt und ja. Netzspinner gut. Ist jetzt auch ein wahrscheinlich geflügeltes Wort. Das ist mein Lieblingswort, Frage 8.
Frage 19. Wann hast du das letzte Mal eine Regel gebrochen? They see me rolling, they hating. Ich glaube, einfach so ein klassisches vorgestern mit dem Moped über Rot. Also dass du fährst und siehst im Augenwinkel, das war schon rot. Also orange und dann rot. So klassische Strafsache im Verkehr. Ja. Okay. Ich denke jetzt in letzter Zeit mal darüber nach, was von der Baustelle zu klauen, aber es ist nie was Gutes da zum Klauen. Das stimmt. Da habe ich auch, also ich merke halt auch, wie man so ein bisschen basartechnisch hinten bei den Containern langsamer wird und vorbeigedenkt. Yeah. Gutes Holz. Zuschneiden, abschleifen. Da könnte man, ach Aaron, das dauert ewig. Die wenn Sachen sind hier aber auch echt so, schon sehr mäßig. Also und natürlich ist das mittlerweile echt durchgegammelter Scheiß, also mit dem Wasser drauf. Also da am Schlesischen Tor gibt es eine richtig gute Baustelle, die richtig neue Gerüstbohlen haben. Echt? Da habe ich, aber das Problem ist, da müsste ich so 2-3 Meter Bretter vom Schlesischen Tor nachts über die Warschauer Brücke hierher schleppen. Ich meine, wenn du auch was brauchst, du hattest ja ein paar aber für so Sachen, da lohnt sich dann halt schon irgendwie, also so 3 Meter Brett kosten im Baumarkt 12 Euro. Okay. Das ist zu verschmerzen. Zeitweise war es ja mal geil auf Europaletten, da muss ich ja nicht denken, weil auf der Stralower Halbinsel wird ja gebaut wie Sau. Ja, gut. Und da gab es halt eine Baustelle, die halt immer, Zaun immer offen und da hatten die halt diese neuen, diese echt hell, fast weißen Europaletten, die halt nicht Pressspanblöcke hatten, sondern wie du hier verarbeitet. Die Holzblöcke, ist ja. Nicht so schön natürlich mit dem Branding, weil du hast ja echt überall E-Pal drauf. Das ist European Pallet Association oder so. Und das L ist für Lied. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch nur Europallet. Okay. Aber die haben manchmal so noch, ich habe eine Küche, habe ich eins, wo so ein DB-Branding drauf war. Ah ja. Weil sie manchmal auch von der Bahn oder so gebrandet sind. Ja, aber das ist hier ist schon eher mäßig. Aber was wolltest du machen? Du wolltest noch ein Sofa machen und ein Bett bauen, ja, ne? Aber es ist alles jetzt ein bisschen in die Zukunft. Weil es halt auch ewig aufwendig ist. Und dann gerade könnte ich es nicht mal flammen im Innenhof. Ja, ich meine, das könntest du schon, aber dann wäre wahrscheinlich... Ja. Alles drin. Was waren die Frage? So, wir müssen uns, wann du das letzte Mal eine Regel gebrochen hast, mir fällt nämlich das letzte Mal nicht ein, außer mit dem Mobike fahre ich manchmal auch wie ein Irrer. Ja, das wahrscheinlich. Aber wir haben doch mal eine Fahrradfolge gemacht und über uns alles aufgeregt. Und du machst das? Ich schub's ja niemanden aus dem Weg, aber manchmal bin ich einfach im letzten Meter, wo ich auch denke, fährst du über drauf. Fährst du Fußweg? Nee. Okay. Ja, das ist ja dann, aber es sind halt so die letzten Meter und dann stehe ich es irgendwo ab. Also wie oft ich jetzt auf dem Fußweg merke, wenn mir Fahrräder entgegenkommen, vor allen Dingen Männer, die mir so einen Blick geben von wegen, hier, das wird eng, ne? du musst aus dem Weg. So. Und ich dann echt manchmal einfach nur halte, das ist natürlich auch scheiße, weil das wäre eine Sekunde, der ist vorbei und du denkst, Spinner, und dann ist es weg. Wenn du aushältst, der dich ankackt, dann gibst du bla bla bla, dann machst du es riesengroß und dann hast du halt dann vielleicht 2 Tage was von. Aber trotzdem denke ich manchmal, Alter, du Affe, dass du es noch nicht mal in Erwägung ziehst, dass du gerade echt falsch bist. So, für die letzten 6 Fragen im Schnelldurchlauf. Nein, das muss ja... Welchen Beruf würdest du gerne erfinden? Ah, Beruf erfinden. Von Ryanair bei Kurzflügen jemand, der frische Donuts im Weg halt, also im Gang, so wie diese komischen Sous-Chefs, die dir dann an den Tisch kommen und dann dir da den Pfannkuchen flambieren, hast du dann halt so einen einen Donutbräter direkt im Flieger, der dann neben dir dann halt mit so einem komischen George Foreman Grill dir den Donut macht. Ja, er war abgelenkt, weil er gerade wieder auf Onanie 2000 geschaut hat, ob seine Pimmelcoins an Wert steigen. Das ist richtig, das ist die neue Cyberwährung. Ist über deine Vorhaut chiffriert. ein Beruf, den ich gerne finden würde, was hasse ich denn? Ein Sockensortierer. Jemand, der meine Socken sortieren muss. Ja. Ich habe gestern bei Shark Tank gesehen, irgendwie so total innovativ, die hatten so eine komischen Clips, die konntest du in eine Socke klemmen und dann auf der anderen Seite waren so 2 Spitzen, die du auseinanderbiegst, so wie so Bügel und die sollten generell da so getragen werden als Accessoire und wenn du die Socken wäschst, dann ziehst du aus und kannst dann die wieder zusammenbiegen
und mit der Spitze durch beide Sockenpaare durch und dann auseinander, dass sie nicht, dass sie nicht verloren gehen. Was für eine Scheißerfindung. Voll. Und diese Idee von zwei Socken hängen beim Waschen zusammen mit Klettverschluss, mit Druckknopf. Mit kaufe irgendwas, ich für 80 Milliarden. Die gibt es halt schon in etlichen Ausführungen. Und ich muss ehrlich sagen, wenn ich wasche, dann habe ich nie mal Socken verloren. Und auch dieses hinter der Gummilippe, da verschwinden sie dann. Auch noch nie passiert. Also ich habe schon ein paar Socken, wo ich dann denke, okay, irgendwie alleine, keine Ahnung. Aber also dieses Sockenpaare, keine Ahnung. Legst du denn die zusammen? Es gibt ja ein paar. Ich hatte mal jemanden kennengelernt, das fand ich sehr lustig. Bewusst immer irgendwelche Socken getragen. Also auch mal links Söckchen, rechts Strumpf oder so. Und einfach gesagt, scheißegal, ich habe eine Kiste, da ist alles drin. Und selten schaut jemand drauf und wenn, sage ich, ja und, ist mir scheißegal. Das fand ich super, da kriege ich Macken. Also ich muss immer meine Socken zusammenlegen und immer dasselbe Paar tragen. Ich könnte jetzt nicht halt irgendwie gestreift grün und links halt irgendwie gelb lang oder so. Nö, ich greife immer irgendwas und wenn es dicht genug beieinander ist, dann ziehe ich es an. Der beste Tipp finde ich dafür, für solche Leute wie du, 10er-Pack, selbe Farbe, selbe Größe. Ja, aber die mischen sich ja dann mit den anderen Socken. Ja, aber das konsequent. Die anderen schmeißt du langsam weg und irgendwann hast du nur noch 200 Paar schwarze Socken. Und das Problem kannst du halt nie was Falsches machen. Halt so, dann passen sie nicht zusammen. Auf dem einen steht die Größe, auf dem anderen steht der Wochentag. In dem einen ist ein Loch, schmeißt du die weg. Nein, wenn du anfängst, immer von derselben Firma, immer dieselben 10er-Packs zu holen, dann hast du das Problem, würde ich sagen, in einem Jahr beseitigt. Das ist Horror mehr. Das ist wie 1984 für die Sockenschublade. Kann man leicht killen, den Scheiß. Frage 19. Nee, Frage 20. Nee, Frage 21. Ach, scheiße. Welchen Wunsch würdest du gerne erfüllen und wem? Oh. Spontan irgendwie, es ist wahrscheinlich nicht so kreativ. Aber sonst der Wunsch unserer Zuhörer, ja schnell fertig zu werden. den USA irgendwie Trump ersparen, beziehungsweise der Welt. Ich glaube, der Wunsch ist sehr groß. Ich glaube, im eigenen Land und ich glaube auch weltweit. Also allein bei den letzten Dingern, das aggressiv, was mich so aggressiv macht, sind halt immer auf diesen wirklich schlimmen Taten, die halt verführt, dass halt immer noch was drauf geht und das halt man nimmt es halt an. Also wir sind ja alle Gewöhnungstiere und wir nehmen halt an, dass er halt irgendwie so ein Nazi, Homophob, Sexist, dummes Arschloch und mehrfach Lügner und sonst was ist. Und dann kommt immer was drauf. Und du hast immer das Gefühl, das wird zwar irgendwie, wird sich aufgeregt, aber das wird auch irgendwie akzeptiert. Also es geht immer weiter. Dieses von wegen, das wird seinen Kopf kosten, das hat man am Anfang gedacht. Das wird jetzt, ist es jetzt scheißegal. Jetzt hast du das Gefühl, so ein Wahnsinniger mit Freifahrtschein. Kannst du jetzt auch noch aussetzen, jetzt noch 2,5 Jahre. Ich meine, jetzt hast du mitgekriegt, dass er jetzt irgendwie dieses neue unterschrieben hat, dass jetzt von wegen die Kinder... Ja, die Eltern werden jetzt mit den Kindern eingesperrt. Genau. So muss es sein. Und das halt von wegen gesagt hat, er konnte ja nichts machen. Es waren ja die It's the Democrats. Genau. It's the Democrats law. Und das ist halt dann so, ich bin ja nicht für Gewalttaten. Aber das ist halt dann irgendwann, weil es halt nicht eine Kurzschlusssache, sondern irgendwann ist es halt der einzige Gedanke, also von dem, was glaubst du, was würde denn passieren? Wenn halt einfach, klar, Secret Service und sowas, die sind ja halt... Ach, einmal richtig in die Hoden hauen, wäre schon lustig. Also, ja, irgendwie so. Richtig. Und dann denkst du halt auch so von wegen, wie alt ist er, 73 oder was? 72. Und dann, was auch besprochen wurde, über seine Medikamente, dass sie ihn halt schon irgendwie so halbwach eigentlich nur im Normalzustand sein können und seine ganzen Defizite körperlich, die er wirklich eigentlich haben müsste, im Gegensatz zu dem, was halt sein Doktor sonst was... Nee, ist perfekt in bester Verfassung. Also ich ertappe mich wirklich, dass man so denkt, so lass ihn doch mal altersbedingt irgendwie mal kurz nicht sterben, sondern halt mal so aussetzen und dass dann irgendwer sagt von wegen, keine Ahnung, blabla, laut Gesetz hier und da, sind sie halt einfach nicht mehr zurechnungsfähig, das war's, sowas. Also... Das sind deine Fake News, die du verbreitest. Zum Beispiel das Impeachment-Verfahren, das wird halt auch nicht passieren. Keine Chance. Was wäre denn bei dir der Wunsch für irgendjemanden? Weiß ich nicht, wir sind ja nicht bei Wünsch dir was. Ja, du hast doch gerade gesagt, das ist die Frage. Ja, das ist die Frage, kann ich hier nichts für. Wunsch ich gerne jemandem erfüllen würde? Weiß ich nicht. Der Erde ein Wohlgefallen. Besseres Geschenkpapier. Weiß ich nicht. Mir fällt keine Antwort drauf. Frage 22. Über welche Kleinigkeit kannst du dich richtig freuen?
Ich habe jetzt gedacht, aufregen, und da habe ich so eine Latte gehabt. Uah. Kommt als nächste Frage. Was ist denn Kleinigkeit? Arroganz, wenn ich nachfrage, wahrscheinlich schon. Über was kann ich mich... Weißt du, worüber ich mich richtig freuen kann und was mich sogar irritiert? Du stehst in der Bahn, jemand schaut dich an und lächelt dich an. Ich bin irritiert, denke, ah, scheiße, kenne ich den? Und dann, nee, vielleicht war der nur freundlich. Meist löst sich das bei mir nur auf, wenn jemand schaut, lächelt und geht dann die nächste raus oder so. Wo du denkst, da war jemand nur freundlich. Und das ist so selten, dass ich dann in dem Moment mich frage, warum? Warum lächelt der oder die? Was ist? Und dann ich dann erst, wenn die Person dann sofort verschwindet, schnalle, ach so, vielleicht war es einfach nur fröhlich. Das, da finde ich, da fühle ich mich dann mal sehr, sehr peinlich ertappt, dass ich halt sonst wie gedacht habe und nicht dachte, das war vielleicht ein netter Mensch, Aaron. Einfach nur sowas, was du mal in Geschichten gehört hast, jemand, den sowas. Hm. Das, ja. Ich habe wieder so eine Antwort von der anderen Seite des Mondes. Kugelschreiber. Was für eine Frage. Über welche Kleinigkeit man sich richtig freuen kann. Kugelschreiber. Magst du total, wenn ich einen Kugelschreiber bekomme. Mir fehlen ständig Stifte. Wenn ich mal irgendwo einen Kugelschreiber bekomme, bin ich total glücklich. So. Schön Le Mans-Kugelschreiber, ne? Ja. Über welche Kleinigkeit regst du dich wahnsinnig auf? Fahrradfahrer, haben wir eine ganze Sende drüber gemacht, könnt ihr euch anhören. Folge! Dumme Spasten. 19 oder so. Also jetzt nicht allgemein, es gibt auch ganz viele wundervolle Fahrradfahrer. Also warum gehe ich dir immer weg vom Mikro? Aber generell, Bürgersteig, du gehst, meist Männer gucken dich an, fahren auf dem Fußweg dir entgegen mit dem Gesicht und dieser Haltung, geh aus dem Weg, geh aus dem Weg. Und da denke ich echt immer an Knüppeln, die Speichen, und ich habe nur Aggressionen und nur Gewaltfantasien. Das finde ich schlimm, dass es bei mir auslöst. Ich fände es so schön, weil das werde ich nicht ändern. Ich fände es schön, wenn in mir sich was ändert und der Fahrradfahrer kommt, ich gehe einen Schritt beiseite, sage pff, und dann wäre der weg. Das wäre wundervoll, aber ich kann es nicht. Ich kriege Aggression, allein wenn ich drüber nachdenke. Und bei dir? Ich hatte neulich so eine, da haben wir erstmal den 19-Jährigen dann trinken, bevor du irgendwas tiefer an deiner Tasse sagen wir noch schmecken. Nein, ich habe eine andere. Boah, wir müssen essen. Also ich hab, neulich habe ich mich mit so einer Frau überworfen, wo ich am Rad gefahren bin, um noch rechtzeitig zu DB Funky zu kommen, weil die M10 nicht fuhr. Und dann fahre ich und spucke so rechts neben mich. Wieso spuckst du denn? Weiß ich nicht, weil ich gehustet habe und den Hustenschleim im Mund hatte. Boah, spuckt und, auch beim Laufen. Und dann fuhr sie, bitte nicht spucken, wenn sie fahren, falls jemand hinter ihnen ist. Aber ein guter Punkt. Hast du dieses, ich bin ja im Straßenverkehr, bin ich sofort auf 180. Sofort. Ja gut, wenn wir zu zweit über eine Straße joggen und jemand hupt oder sowas, sind wir kurz vor den Zielen aus dem Auto. Und das bin ich immer. Und du willst mich jetzt rechts überholen oder was? Sofort. Neulich auch, hast du auch diese Stimme? Oder was? Natürlich, sofort. Da kann ich nichts gegen machen. Oder, aber hättest du das nicht auch gerne weniger? Falken? Nee. Aber du bist froh darüber, dass du einen hohen Puls hast und mit 70 wahrscheinlich daran kapierst? Richtig. Gott, mit 60, ist ja noch sehr 60. Viel, um aufzuarbeiten. Oder neulich ein Transporter, der irgendwie so auf der Falkensteinstraße steht und wendet und kekst sich ewig nicht aus. Auskeksen. Willkommen in den 90ern. An ihm vorbei. Also ganz normal. Er steht da, will irgendwie rechts einparken oder irgendwas veranstalten. Und ich fahre an ihm vorbei und er so, hey, das geht ja wohl gar nicht. Ich so, sofort, und du willst hier auf der Kreuzung parken. Ja gut, so, ohne, das ist ja noch alles im Rahmen. Ich höre ja auch Leute, die dann sagen von wegen, du scheiß Wichser und sonst was. Nee, ich bleibe höflich. Okay, dabei, bist halt nur laut, aber höflich. Ja. So. Vielen Dank für Ihre Anmerkung, Sie Autofahrer. Was würdest du gerne von diesem... Warte, bevor du das... Wir haben einen Sponsor. Fragen. Genau, Power Protein Bar sponsert diese 2 Sekunden. Body Attack müsste es eigentlich sein. Möchtest du lieber Vanille Stracciatella oder Karamell Toffee? Vanille Stracciatella. Gute Wahl. Einmal Mortadella, bitte. Nice. Ah, ein Power Protein Bar, dankeschön. Ja, ich gerne. Steht schon drauf, delicious taste. Ja, ich brauch dich gar nicht fragen, wie es schmeckt. Und jede Geräusche, die du sagst. Ich kann sagen, wie auf allen leckeren Sachen steht lecker drauf. Ja. Und ich finde, dazu kann man gerne mal so einen Scotch. Boah, lecker. Ich finde die Boy Detect-Dinger super. Gut draufstehen. Ja. Was würdest du gerne von diesem Planeten verbannen? Indisches Essen.
Der Spinner hat einmal in einer Folge sogar indisches Essen gegessen hier. Das war vietnamesisch. Gemüsecurry. Kommt ja zum nicht aus Indien. Was ist denn das für eine? Also jedes Land, das Curry isst, ist indisch, oder wie? Na, aber das war ja Curry. Das war vietnamesisch. Ja, ja. Alles beim Inder wird zu 50% aus grauer Farbe hergestellt. Also zum Beispiel hier so ein Scheiß. Also Verpackungsmüll, jetzt mal ehrlich. Plastik brauchen wir nicht. Wir haben viel zu viel davon. Sowas könnte man verbannen. Um mal nochmal so Captain Planet-Thema mäßig durchzustarten. Ja. Mhm. Ich bin auch Religion. Wäre meine erste Amtshandlung als Philosophenkönig. Also, wenn es halt natürlich nicht diese wie meiste Weltreligion halt irgendwie in Kriege und Dogmatismus und blablabla ausartet, sondern jeder für sich rumpümmelt und denkt, was er will und macht, ohne andere stören, vollkommen. Das ist für mich dann wie Sexualität. Wenn ihr niemand anderen nervt, macht es. Aber das kriegen ja die Großen nicht hin. Ja. Oder die wenigen. Deswegen ist es wie rumkokeln, werden einfach die Streichhölzer weggenommen. So. Wir sind schon bei einer Stunde 10 übrigens. Ich weiß. Schnell 11 sogar. Und zu guter Letzt die ultimative 25. Frage, die der perfekte Einstieg für jeden Flirt ist. Du gründest eine Vierer-WG mit drei Promis deiner Wahl. Wen nimmst du? Alter, Finne. Wir sind ja auch richtig drin bei den Promis. Gucken mal, also exklusiv. Ich wollte gerade sagen, meine Promis, das sind, glaube ich, so die Stars der 80er, die ich noch kenne. Sylvester Stallone, John Cena und Michael Dudikoff. Also, ich glaube, dann wäre so Jean-Claude Van Damme. Man kann man schön trainieren. Der erzählt nur Scheiß. Oh, geil. Jean-Claude Van Damme, Wolfgang Barrow, und wir brauchen eine Frau. Irgendwie entspannt. Thomas Gottschalk. Was eine WG. Und deine WG? Es wird nur Französisch gesprochen wahrscheinlich. Weil ich ihn heute wieder im Video gesehen habe. Jeff Goldblum. Oh ja, sehr gut. Oh, soft hands. What's that? Actually, super. Da würde aber alles Stunden dauern. Mit dem Frühstücken 3 Stunden, danach gleich aber, Mittag. Oh, is this milk? Oh, great. I was in Canada once I had a spoon just like that. I told you about the spoon. Great calves. Oh my God, there's hair on your leg. Oh, soft. Das wäre schon mal, an sich genug unterhaltungswert. Jemand fährt gerade mit dem Rad hier die Treppe hoch. Nee, ich würde sagen, das ist der Aufzug. Ah. Bing, unser Liftboy. Okay. Bisschen wie Kasimir bei Hallo Spencer. Ah, wen nehme ich da noch mit? Ich versuche gerade zu überlegen, wer auf Twitter noch lustig ist. Hier dieser traurige Pop-Dings, der immer lustig schreibt und traurig singt. Ah, Tommy Gray. Tommy Gray. Ja, stimmt. Ja, doch, Tommy Gray ist ein guter. Wen hast du als erstes noch genommen? Jeff Goldblum. Ah ja, das ist schon eine geile Mischung. Ich glaube, die werden auch untereinander sich gut. Absolut. Besser als bei mir. Jetzt brauchen wir auch noch eine Frau. Obwohl Wolfgang Barrow und glaube Thomas Gottschalk. Das waren 25 Fragen fürs perfekte erste Date. Könnt ihr euch aufschreiben und dann macht ihr das selber. Und hier geht's sofort weiter mit. Ich muss hier schon langsam. Wie steht's um deinen Whisky? Ist alle. Ah, warte, ich muss den letzten Schluck noch killen, dann ja. Her mit den Gläsern. Aber Dirk, moderier erstmal an dich und ich mach mir den Kellner. Ja, also, ich gebe mal mein Glas. So. Ich weiß jetzt nicht, ob ich alles sagen sollte, um die Stimmung bzw. die Reaktion von Klaus, die wollen wir auch hören. Und nicht dann, dass die verfliegt ja dann im Raum und die wird ja später nicht greifen. Dann moderier mal was anderes. Entschuldigung, ich muss die ganze Zeit rülpsen. Genau, also wie gesagt, wir sind jetzt 25 Jahre hier auf Sendung. Wir haben angefangen.
Woher kommt denn dieses Kippen? Du hast gehört, dieses Tede. Und das ist doch nur eine. Ich mach nochmal. Nee, da kam es nicht. Du musst noch leicht reinpusten, während die Luft wieder zurückkommt. Das macht das. Ah, okay. Was haben wir denn jetzt? Ein Cadenherz. Oh, wieder 50% oder was? 19-jährigen Single Grain. 59,4%. Das ist auch recht stark. Wie? Oh, 59? Kaskabfüllung. Aber der ist schon 19 Jahre alt. Der ist schon volljährig. Und der erste, wie alt war der erste? Steht nicht drauf, weil das ein Blended ist, den sie immer im Fass haben. Mindestens 3 Jahre ist dann. Ja. Aber ich tippe mal auf 5 oder sowas, weil. Ja, oder es geht ja immer nach dem Jüngsten. Das ist halt die Frage, ob sie einfach den noch mit ein bisschen jung verstehen. Aber ich fand Aber er hat ja schon mal erzählt, dass da. Mag ich sehr gerne. Er meinte, bei Blended kann es ja bis zu 20 Jahre manchmal sein. Dankeschön. Weil die dann halt noch eine feine Note reinbringen. Mhm. Die anderen halt nicht reinbringen. Das ist natürlich der geringste Anteil, aber ja. Ja. Also ich mag die aktuelle Fassabfüllung, die sie haben, auch lieber als die alte, weil die alte fand ich mal ein bisschen sehr scharf. Also die war schon ein bisschen sehr... Damals, ich habe immer noch... Die ist auch gut und es ist natürlich immer ganz schön, wenn du sowas... nur nippst und auf der Zunge liegen lässt, dann ist es super. Oder wirklich 2-3 Tropfen Wasser noch reinmachst. Ja. Das habe ich nie gemacht. Was ich mal ganz schön finde, dass du halt weißt, du hast eine Flasche, die du sonst nicht bekommen kannst. Die kannst du halt nicht bei Amazon bestellen, sondern die hat halt wirklich nur der Laden, du gehst dahin. Deswegen mag ich die ganz gerne, aber ich finde den halt auch echt lecker. Ich finde, der hat auch eine ausgewogene Mischung zwischen so einem leicht rauchigen und dann sowas fast schon Schokoladenhaftes. Ja, naja. Aber gut, jetzt erstmal 19 Jahre für 25 Folgen. Bling. Hi, der Witzka. Wie eine Süßigkeit. Oh, zum Schluss. Krass. Das ist sofort ja weg. Aber kurz hatte ich das Gefühl von, da rennt Bubblegum über die Zunge. Ganz kurz und dann wieder weg. Ja. Ich meine, das auch Krasse ist, dass der eigentlich nur am Anfang beißt und dann ist er voll mild. Ja, das ist ja auch ein einfacher Grain. Ja, aber nicht alle einfachen Grain sind ja halt sofort. Ja, genau. Mild. Aber ich meine, die haben ja immer einen anderen Charakter als die klassischen Malls. Den muss man, glaube ich, noch ein bisschen. Also direkt Nase rein. Da ist dann kurz Blindheit angesagt. Ich finde den ja. Ich mag den ja so ganz gerne, weil der so holzig ist. Naja, gut. Frage. Du alte Fashion-Ikone. Ne? Ich habe dich ja schon jetzt ein paar Jahre beobachtet. Man merkt ja immer, dass du so Trendsetting-mäßig unterwegs bist. Und ich gucke gerne Heidi Klum, Germany's Next Topmodel. Ja. Und andere Modesendungen wie Harald Glöckler, The Movie. Ja. Und da wir halt immer in einer bestimmten Aktivität zusammen unterwegs Onanieren. Sind, kam mir halt einfach die Frage, was sind deine heißesten Sport-Fashion-Tipps? Da wir zum Beispiel im Winter immer aussehen wie die jugoslawische Autoschieber aus den 70ern oder 80ern. Bitte gib uns mehr von dem heißen Scheiß. Ich kann mal erzählen, dass als wir damit angefangen haben, hatte ich ausgelatschte Bundeswehr Geländeschuhe in Schwarz, hat meist eine dunkelgraue bis blaue Stoff-Jogginghose aus Baumwolle und oben ein altes Telekom-Fleece, also in Grau und ein Aufnäher an der Seite. DT Immobilien, diese Firma gibt es gar nicht mehr, da habe ich damals gelernt. Entschuldigung. Das Ding und darunter halt mehrere Schichten, dass ich total aufgeplüstert war. Dann halt irgendwie, ich weiß nicht, ob wir Handschuhe, glaube manchmal hatten wir Handschuhe. Ich hatte immer so eine. Im Winter habe ich so Fäustlinge, wo man die Faust abklappen kann. Du musst dein Outfit gleich beschreiben. Da hatte ich dann halt Handschuhe, die halt das Knochengerüst auf dem Handrücken abzeichnen. So ein bisschen wie RC in den späten Knight Rider-Folgen. Der hatte halt immer so einen Knochengerüst-Jogginganzug. Und dann oben meist halt noch irgendwie so eine Mütze und wir sahen... Skelett, sagt der Mediziner auch gerne, für Knochengerüst. Ja. Du und dein Wissen. Dein Fachchinesisch. Und dann halt oben noch so eine alte Seemannsmütze. Und dann sahen wir schon eher aus, als ob dieser ganze Sportbereich mehr so ein Fake war. Und wir versuchen die ganze Zeit auszubaldowern, wem denn der Lieferwagen hier links gehört. Wir haben aber auch Goldkettchen drüber getragen. Das fehlt eigentlich noch.
Ja. Ja. Und beschreib mal dein Outfit. Ich hatte im Winter eher Ballonseide als. Ja. Aber das Gute ist, es ist immer ausgefüllt, auch in der Hose, weil wir 7 Schichten drunter haben. Ja, genau. Also halt so ganz klassisch die Thermo-Tights, so die Lauf-Tights. Als aber, unterste Schicht? Ja, aber genau, ich habe da nur beschrieben, das, was man sieht. Ja, und im Winter wirklich dann halt so, ja, so Ballonseiden, lange Hosen. Ich hab jetzt andere lange Hosen inzwischen, die sehen eher so aus wie die von einem Fußballtrainer aus den 80ern. Ja. Davor hatte ich die unten noch am Bündchen abgeschnallt waren. Aber das Gute war, die hatten am Bündchen einen kleinen Reißverschluss, das heißt, kannst man aufmachen und sie hochkrempeln. Und du hattest ja auch immer schön so einen Riss im Schritt gerne, ne? Ja, gerne. Einfach mal ein bisschen als Lüftungsschlitz. Und obenrum? Ballonseide, feinste Ballonseide in blau, schwarz und weiß. War da nicht lila dabei? Nee, mit der Aufschrift Satori Sport- und Freizeitclub Spandau Judo-Team. Und das hatte so ein geiles, komisch Zickzack-Muster. Es ist aber zumindest symmetrisch. Also es war noch nicht asymmetrisch, aber es ist halt wirklich, wie man die Anzüge bei Woolworth im 1995 gekauft hat. Also wollte ich gerade sagen, jeder 90er-Jahre-Fußballverein, ja, den ich damals so aus Aber eine Jacke, Hannover, die musst du dir verdienen. Genau. Die kaufst du nicht, die verdienst du dir. Deswegen finde ich die ja ganz geil. Er hatte wirklich auch innen noch halt so dieses Inlet aus Stoff, also wirklich auch unbequem und assi zu tragen, aber die hält halt warm, weil die ist wie eine Plastiktüte. Ja, genau. Und auch natürlich geil an der Hüfte und an den Bündchen am Ärmel Gummizug. Das ist echt also und nicht davor verkehrt, ansonsten schön weit, richtig und gut. Und wenn man dann mit der Kettlebell arbeitet, dann schiebt sich gerne der Gummizug am Bauch schön mal Richtung Achseln hoch. Und wenn du dann fertig bist, dann siehst du richtig aus, als ob du gerade, weiß ich, jemanden irgendwie aus dem Auto rausgezogen hast und den geklärt hast von wegen Viertelstunde heißt Viertelstunde und kostet 50 Euro, Kollege. Und deine Fäustlinge hast du. Ja, genau, Fäustlinge, wo man die Faust abklappen kann und die innen so. Ja, aber die sind ja schon modern gewesen. Mit Leder beschichtet worden. Ich habe auch noch so Fleece-Fußballhandschuhe, wo ich mal so ein bisschen abgewechselt habe. Super! Was ich wann trage, und natürlich eine Mütze. Schöne alte Wollmütze oder noch geiler, wenn es richtig kalt ist, eine Fließmütze. Das Geile bei Klaus ist, dass er halt ja meist immer so voluminöses Haar trägt, weil es halt so gelockt ist. Und die Mütze, die komprimiert das Ganze und dann plötzlich wirkt der Kopf so klein, weil er halt so ein krasses Kreuz hat. Und er wirkt so ein bisschen wie. Vor allem in dieser Ballonseidenjacke. Das erinnert mich immer an den Film Beetlejuice, als Beetlejuice im Wartezimmer ist und der Schrumpfkopf sitzt da und guckt ganz erschrocken. Das ist das Ende von Beetlejuice. Und das ist halt so ein bisschen bei Klaus, weil er halt so ein Riesenkreuz und ist der Kopf da mit der Mütze so klein. Das sieht total geil aus. Also wir müssen beide aussehen wie so gezeichnete Verbrecher von TKKG. Lolek und Bolek. Oder so. Ja. Aber es gibt ja noch andere Fashion-Elemente, die wir beispielsweise dann in den Übergangsmonaten tragen. Wenn ich zum Beispiel dann, da war dann halt auch noch diese BW-Schuhe, beziehungsweise später kamen mir dann diese neonroten Puma-Latschen, mit denen ich meinen letzten Xletis gelaufen bin. Dann halt Läufer-Tights, diese schwarzen, engen Laufhosen. Und darüber eine Shorts. Genau, darüber also leicht schlabberige Shorts. Um nicht zu viel zu zeigen. Wir wollen ja den Ladies noch ein bisschen Raum für die Fantasie lassen. Genau. Knick, knack. Dick print. Und dann halt irgendwie so einen schwarzen Longsleeve, total eng. Und darüber dann halt mein erstes ausgeleiertes rotes, beziehungsweise am besten wäre ja eigentlich, was mir Klaus mal geschenkt hat, was ich jetzt, das wie jetzt das aufgedampft fühle. Echt eng. Ja, ich hab auch eins. Ich zieh's auch manchmal noch an, aber das ist halt wirklich echt eng. Von Under Armour, so ein Superhelden. Aber der Stoff ist leider echt gut. Ja. Also wenn er halt mir nicht einfach die Kehle wegdrückt, weil das ist so dicht am Hals. Also diese Under Armour Kompressionsshirts, die sind halt wirklich eng. Also auch da, wo sie es nicht sein sollten, so am Oberkörper okay. Ja, und vor allen Dingen am Hals. Der Hals und die Ärmel. Wird weggeschnitten. Und die Ärmel. Und unten fehlt halt auch ein bisschen Stoff. Ja. Also ich weiß nicht, welche Größe war das? M oder was du da geholt hast? Ich habe, glaube ich, M und du hast L. Echt? Ja. Weil das war ja, als ich es damals schon getragen habe, eng. Und jetzt ist es schon, das ist halt so, wenn das Ende so Mitte Bizeps das ist beim Training immer dumm. Es müsste auch am Arm eigentlich gar nicht abschließen. Es könnte locker sein am Arm. Genau. Ja. Und wenn du halt irgendwelche Funktionsshirts holst, die Mitte Bizeps eng enden, ist es immer dumm. Die müssen entweder über den Bizeps, auch da rutschen sie weg, oder halt einfach locker, weil das rutscht dann alles schön in die Achsel und schnürt die ganze Zeit. Und das ist so assi. Ich habe jetzt von Under Armour so ein Hoodie, aber so ein Sommerhoodie, also wirklich nur dünn wie ein T-Shirt, der aber locker sitzt. Und der ist total angenehm, weil der Stoff ist total gut. Mhm. Der also sitzt halt wirklich einfach locker an. Man kann die Arme hochkrempeln und jetzt mal abgesehen von der Kuzin.
Ja, also das, die Under Armour-Sachen finde ich generell gerade ganz cool. Auch die dickeren Hoodies für Winter und Herbst. Ja, ja, du hast ja auch noch ein ja, so ein Training-Zipper geholt, ne? Ja, zwei habe ich sogar. Zwei hast du, okay. Ja. Waren das die mit dem... Genau, auf einen schaust du dann gerade. Diagonalen. Ja, genau, einer ist der Reißverschluss asymmetrisch und der andere ist halt ganz klassisch. Asymmetrisch, das finde ich schwierig. Ich mag das heißt, du hast ihn irgendwie rechts oder links an der Schulter enden oder was? Genau, er ist rechtslastig. Was soll denn das bringen, abgesehen vom Mega-Style? Mega-Style halt. Und du hast noch die Under Armour Regenjacke, die sieht so ein bisschen aus wie die Regenjacke bei... The Unbreakable oder sowas, wo da... Stimmt, Bruce Willis in, ja. Genau, wo Bruce Willis da halt den Superhelden gespielt hat. Aber die ist auch gut, die ist schön wasserdicht, wenn es ein bisschen... Atmungsunaktiv. Ja, wenn es ein bisschen wärmer ist, kann man die Taschen aufmachen. die Taschen... Wenn es wärmer ist, mache ich die Hose die auf. Die Taschen führen direkt nach innen. Also da hast du quasi den Lüftungsschlitz gepasst. Ja, aber waren das nicht schon bei den Sportjacken in den 80ern so? Ich habe diese Billo Plastiktüte, die ich gerne mal bei Regen in den... Zwischenmonaten immer getragen habe. Und da war es halt am Rücken, dieses überlappende Ding, wo dann Luft durchkommt und halt in den Achseln, wo da drei Punkte gelöchert waren, die auch total nichts bringen, wenn die Achseln halt runterhängen. Und die Taschen waren halt auch so. Du hast halt drin so ein Netzscheiß, der direkt dann da halt irgendwie andockt, aber da mal, naja. Aber die Sache ist halt auch, du kannst dich ja totschmeißen eigentlich mit Klamotten. Ja, yeah, vor allem in die T-Shirts. Ich habe jetzt echt schon auch Sachen weggeworfen. Hast du von, schon? Von ganzen, von, also. Aber dann waren die kaputt, jetzt doch. Kleidersammlung. Wollte ich gerade sagen. Ja. Warte, ist das hinten nicht deine, nee, das ist eine Kwon-Jacke, Das ist meine Jacke. Ja, das ist die Kwon. Ah, von Kwon. Natürlich. Nur nice. Qualität mit KW. Kwon. Kwon. Also ich hab da echt eine Zeit lang von jedem Lauf auch ein T-Shirt mitgenommen, also wie wir jetzt immer bei den Xletics-Läufen eins bekommen. Ja. Und man das halt schon über Jahre macht, das ist die Scheiße, die sich sammelt. Aber ich muss sagen, das letzte Shirt ist auch immer das Beste. Also das allererste war von Tough Mudder, das war ein Baumwoll-T-Shirt, das ging mir bis zum Bauchnabel, glaube ich. Ja, das war wirklich cool organisiert dafür, dass der Tough Mudder über 100 Euro kostet. Ja. Ein Baumwoll-T-Shirt von Fruit of the Loom, was schon ein, also das Gute ist, man denkt ja, okay, die gehen beim Waschen ein, aber das war schon eingelaufen, angekommen. Ja, das war gut. Beim Einlaufen wird es auch nur kürzer, aber nicht enger. Ja. Das ist ja auch schön. Ja, also wenn du halt irgendwie ein Bauchtänzer bist. Ich glaube, das habe ich auch weggeworfen. Ich glaube. Also, ja, als Kleidersammlung, aber das war wirklich ein. Also, ich hatte für einen Marathon, den ich gelaufen bin, 2003, hatte ich Finisher-Shirts und da war es halt noch so üblich. Du konntest halt ein Funktions-Shirt kaufen, wo es drauf stand, aber das Finisher-Shirt war ganz klassisch ein Baumwoll-T-Shirt, was du drüber ziehst, nachdem du gelaufen bist. Okay. Also wirklich, du kommst ins Ziel, du hast vorher angekreuzt, du kaufst das Finisher-Shirt. Ja. Also, bei Sachen musste man es auch damals noch kaufen. Ich weiß, jetzt ist es teilweise anders. Und dann hast du es halt wirklich gewechselt. So, und so hatte ich das halt auch. Und das war halt einfach ein normales Baumwoll-T-Shirt, aber von Adidas, die auch okay sitzen, haben zum etwas weiteren Schnitt, aber so zum Rumlungern ist das ganz geil. Ja. Ansonsten die Funktions-T-Shirts. Bei dem 10-Kilometer-Lauf beim Vattenfall hat man lange Zeit gesponsert, die City-Nacht. Da gab es immer welche, da habe ich auch noch eins, was echt gut ist. Mhm. Und ich würde auch sagen, das ist von allen, die ich bisher gratis bei Läufen bekommen habe, das Beste. Ja. Auch besser als die vom Xletics. Das finde ich eh geil, was ich meinte, dass sie sich alle so steigern. Mhm. Also das erste richtige Funktionsshirt bei Tough Mudder, das war halt so ein Mesh-Material, was sich nicht gedehnt hat. Das war einfach nur eng. Und das Beste halt war noch... so zugeflockt vorne. Genau. Dass halt irgendwie diese durchlässige alte Mesh-Scheiße war dann halt aufgeflockt. Und da suppte halt die Suppe auf der anderen Seite durch. Und wenn du dann gelaufen bist, dann hast du dir nach 3 Kilometer hast dir schon die Brust angeschubbert. Weil sich halt dieses klebte halt auch. Ja, und dann rieb das halt so. Und das war halt so unangenehm. Und das habe ich halt auch noch. Und das erste... Ich ziehe das manchmal an, aber es ist echt nicht... Also es ist für nichts richtig gut. Auch zu Hause, dann klebe ich halt irgendwie auf dem Laminat fest, sobald ich ein bisschen geschwitzt habe. Das ist echt ein Mist. Das erste Xletics war ganz gut, bloß die Größen sind halt krank. Ja. Weil das war halt... Ich finde das Material her, finde ich es auch top dabei. Wir haben es halt L geholt und das war wieder von wegen, du ziehst es an und bewegst dich nicht und bist schon mit den Bizeps und das finde ich halt immer schwierig. Und halt in schwarz. Ja. Was zum... Also für eine Veranstaltung, die knapp 20 Kilometer durch die pralle Sonne im Sommer führt, ist das in schwarz schon gewöhnungsbedürftig. Ich meine, ansonsten, ich trage es ganz gerne im Fitnessstudio auch zu Hause, aber zum Laufen draußen ziehe ich echt ungern schwarz an, außer es ist Winter, aber es ist halt eindeutig vom Material für den Sommer gemacht, weil es halt so ein leichtes Mesh-Material ist.
Und das letzte Xletics-Ding ist Anthrazit und da haben wir jetzt mal irgendwie... Das hat so einen leichten Metallic-Look. Ja. Das finde ich ja nicht so geil. Und da haben wir dann halt endlich mal gesagt, okay, jetzt die größte Größe XL. Aber selbst da... Also ja, ich habe wieder eine L genommen, aber... Aber du hast es ja bei mir gesehen. Ja, ja. Das sieht ja, halt auch... XL hätte bei mir wahrscheinlich auch nichts geholfen. Das ist halt auch so schade, dass die Länge einigermaßen okay ist. Aber diese Armausschnitte und da im Hals muss es mir dann halt auch wieder aufschneiden. Ja. Weil das ist dann halt auch... Also ich weiß nicht, was das für Körper... Das Geile ist, die orientieren sich immer an diesen klassischen L, XL, sonst was. Aber es sind ja eigentlich alles, wo du denkst, okay, es sind alles vielleicht trainierte Menschen. Ja. Da müsste man halt einfach andere Größen und nicht irgendwie dieses Standard. Na, ich meine, ist ja die Frage eigentlich, genau, so. Willst du es halt eng anliegend haben? Dann muss es aber ein anderes Material sein. Oder soll es halt so in dem Material sein, dann muss es eigentlich ein bisschen weiter geschnitten sein. Also dieser Under Armour Hoodie, den ich habe, das ist halt auch ganz gut, der hat oben so eine Knopfleiste mit zwei Knöpfen. Ja. Und wenn du die aufmachst, ist halt wirklich einen weiten Ausschnitt. Ja. Und der liegt halt wirklich einfach schluffig an. Ich hasse ja Druck auf dem Hals. Ja. Das macht mich ja immer verrückt. Und das ist halt so, also da liegt... Du hast auch, glaube ich, überall den Hals abgeschnitten. Ja, fast. Allem, was ja. Hast, ja. Das Einzige, was funktioniert, sind die alten BW-Shirts. Die haben echt einen Schnitt, das passt. Das am Hals, echt, das stört überhaupt gar nicht. Das weiß ich nicht. Aber die sind halt ja auch am Arm geil. Die sind am Arm bis zum Ellbogen geschnitten. Mhm. Das heißt, da kannst du halt dann umkrempeln. Und halt locker. Ja, genau. Ja. Aber das Krasseste ist, mein bestes, aber halt optisch auch mit dümmstes Trainingsshirt ist halt dieses, was wir schon mal bequatscht haben oder belächelt haben, von Lidl, dieses... Push the limit. Genau. Da ist halt irgendwie oben durchs Training ja, halt ich einfach Brust und Arme sind halt ein bisschen eng. Aber bis auf das eng, Push the limit bisschen. Ist es ja auch völlig in Ordnung. Ja. Und der Rest ist halt weit. Und ich muss den Hals nicht abschneiden. Ist halt alles top. Mhm. So, ist halt irgendwie alles... Ja. Wir haben das ja schon mal angegangen, als wir über den Vorbereitung für einen Hindernislauf gesprochen haben. Aber allgemein, du läufst alle 2 Jahre dir den Schuh weg, oder? Also du Also sobald ein Schuh bei mir 2 Jahre alt ist, wird er eigentlich ersetzt und kommt dann auf den Gnadenlauf, wo er dann aussortiert wird. Also das heißt, du nutzt ihn immer für den aktuellen Hindernislauf? Oder, genau. Und ansonsten, ich habe zwei Paar Laufschuhe und eins davon wird dann halt immer, also ich kaufe die dann halt abwechselnd, also eins im Geraden, eins im Ungeraden, Und dann wird halt eins davon aussortiert. Das finde ich, das fand ich halt auch so schwierig, weil, das hatte ich aber auch nicht auf dem Schirm, das fand ich ganz gut, das hast du relativ schnell am Anfang mal gesagt, weil man das generell, wenn man nicht trainiert, einfach nicht bedenkt, dass man Schuhe nicht wegschmeißen muss, wenn sie nicht sichtlich kaputt sind, sondern gerade beim Training, also beim Lauftraining, läuft man halt einfach die Sohle platt. Ja, also die Dämpfung raus. Genau, ja. Genau. Und das ist halt sowas, was zum Beispiel Maiko meinte, dass er halt irgendwie schon das dritte oder vierte Mal den Schuh nimmt, man ist alles noch super. Ja. Und da habe ich gedacht, auch wenn er halt sonst vielleicht nicht so viel läuft, das würde er halt für seine Gelenke, glaube ich, auch ausmachen, wenn er halt einfach nicht diesen gestampften, also das sind ja manchmal dann schon irgendwie einen Zentimeter oder einen halben Zentimeter, den man dann komprimiert, also den man dann halt einfach wegdrückt im Laufe der Trainingszeit so. Und das sollte man dann, glaube ich, schon bedenken, halt einfach, glaube ich, bei Sport, das ist halt so eine gesundheitliche Sache. Weil, also genau, und ich meine, der Rat geht ja auch daran, dass du eigentlich pro Tag, den du eine Woche trainierst, ein paar Laufschuhe haben solltest, dass dein Fuß sich auch nicht zu sehr an das Schuhbett gewöhnt, sondern dass du halt wirklich Abwechslung hast und dass die Muskeln im Fuß gleichmäßig trainiert werden. Ja. Und ich versuche auch mir jetzt immer ein paar festere Laufschuhe zu haben, ein paar von Laufschuhen, die ein bisschen flexibler sind, also dass man eher dieses Barfußlaufgefühl hat. Ach, deswegen wechselst du immer. Genau, also dass ich halt einmal quasi das normale Laufgefühl habe und einmal ein bisschen mehr Gefühl im Fuß, was für die Knöchel ganz gut ist und dass man sich halt nicht so lange gewöhnt. Aber ist das so, diese Theorie wie dieses auf dem Hacken abrollen oder auf dem Ballen Tag abrollen duschen. Oder sowas? Das ist ja aber, das ist ja auch albern, oder? Also, weiß ich nicht, also ich hab's, also unter Läufern sagt man das halt so. Das ist halt pro Trainingstag, also den du läufst, ein anderes Paar Schuhe. Unter Läufern. Was ich auch okay finde. Also ich merke ja auch, die Schuhe laufen sich, also die beiden Schuhe, die ich habe, laufen sich deutlich anders. Ja. Also man hat ein ganz anderes Laufgefühl in den Schuhen. Ja. Na, ich meine, also das ist ja auch, glaube ich, das Hauptaugenmerk bei dem oder bei der Art Training, die wir durchziehen, dass wir halt irgendwie am meisten auch in den Schuh investieren, weil halt einfach so ein Lidl-Oberteil, das reicht, also im Endeffekt reicht ja, das ist halt auch wenn es scheiße ist, aber es reicht ja. Also ich brauche ja also ich meine, im schlimmsten Fall würde halt auch ein Baumwoll-T-Shirt reichen. Ah. Es wäre halt nicht gut, aber ich meine, lieber mit einem Baumwoll-T-Shirt und richtigen Schuhen als andersrum. Ja. Genau, so. Aber ich glaube, alleine wenn du 5 Kilometer läufst, hast du wohl eine Nippel. Wie gesagt, also nur vom... Ja. Grundgedanken. Und die Schuhe sind halt wichtig. Ja. Ja. Ja.
Ja, aber ich meine, die Schuhe, das ist halt die wichtigste Investition. Auch wer gerade anfängt, die Laufschuhe müssen halt stimmen. Ja, aber da hast du mir ja damals reingequatscht in diese BW-Geländeschuhe. Mhm. Da hast du gesagt, ja, für das, was wir vorhaben, ist der absolut passend. Ja. Und damals das war ja auch in Ordnung. Genau, das war ja, ich habe ja noch die letzte Generation von diesen Adidas, also nicht die Samba, sondern diese Adidas BW-Geländedinger. Du hast ja schon die neueren Geländeschuhe. Die alten Geländeschuhe, die ich habe, waren in den Osten 70ern. Ja, das waren die Samba, ne? Oder was? Die Samba war die Hallenschuhe. Ja, okay. Und die Außen, ich weiß nicht, aber die hatten so eine ganz komische... Das waren diese Hardcore-Noppen, ne? Ja, genau, blauen, so eine Multinox-Sohle, dunkelblaues Leder oben, also die waren halt echt... Also sie sehen halt auch aus wie aus einem 70er-Jahre-Film. Dunkelblau, hellblau mit so weißen Plastik-Noppen für die Halterung der Schnürsenkel. Das ist echt hart. Was wir nicht haben, ich weiß nicht, ob wir das zu albern finden oder ob es halt einfach nichts bringt, weil ich ehrlich gesagt, wenn wir auf dem Platz sind... meine Hände regelmäßig sonst immer wo irgendwo abwische. Mhm. Was hältst du von Schweißbänder am Handgelenk etc.? Also an der Stirn, da hatte ich es jetzt noch nicht so oft, da mache ich es manchmal weg, dass du wisch. Ja. Aber ich denke manchmal am Handgelenk, so vor allen Dingen, weil wir halt oft irgendwo an Stangen hängen und dann beim zweiten Mal schon denken, okay, nimm die andere Seite, die ist warm, die ist feucht. Und na gut, aber so ein guter das kommt Griff ja selten von uns. Also als ich das letzte Mal gesagt habe, das war halt vorher da, weil da gerade jemand dran trainiert hat. Ja, aber wenn wir länger irgendwo dranhängen, dann ist es ja schon unser. Aber auf der anderen Seite, wie viel davon läuft dir vom Arm runter und wie viel schwitzt du aus den Händen aus? Ja. Also das, was ich jetzt auch beim Klettern immer merke, ich merke, die Hände werden nass. Ja. Und nicht, dass der Schweiß vom Arm runterläuft. Das haben wir ja zum Beispiel relativ schnell uns geklemmt, dass wir für den ersten Tough Mudder noch mit Handschuhen trainiert haben und den auch mit Handschuhen gelaufen sind. Ja, mit den Handschuhen hat man einfach nicht den Grip, den man mit den Händen hat. Ja, der Gedanke war ja, und das ist auch so, wenn du nicht trainierst oder nicht die Erfahrung hast, dass erstmal diese neuen Arbeiterhandschuhe hast, die haben ja schon eine krasse, also sind ja echt krass gut, eng zum anliegen. Umzug finde ich die auch echt gut. Genau, also die sind so kräftesparend, weil du halt so einen Grip auf der flachen Hand hast, dass du halt zwei Kartons, also einfach so, musst halt nicht durch Pressdruck, sondern einfach nur... Ja, ja. Aber das halt eher, wenn was auf den Händen liegt, aber wenn du an denen dranhängst, dann die liegen halt nicht einfach glatt an der Handfläche an. Ja. Sondern gerade an der Handfläche, rollen sich gleich ab. Und dann fehlt dir halt der Grip. Ja, und dann hast du zusätzlich ja noch einen Rieb. Also zum Beispiel hatten wir ja dann regelmäßig schön dann Dreck und Sand drin. Ja. Und jedes Hindernis bedeutet dann für uns, für die anderen nicht, halt da reibt sich der Scheiß gerade mit deiner feuchten Soße dann drin. Übereinander. Also mit Händen hat man auch ein besseres Gefühl dafür, wann man greift und wie man das macht. Also Schweiß habe ich irgendwie mal gedacht. Schweiß. Ja. Was hältst du denn vom Tapen? Also beziehungsweise, klar, das kann halt professionell gemacht werden beim Physiotherapeuten, aber es gibt halt, was du meinst für die Muskulatur? Genau, dass ganz viele Leute sich halt diese Tape-Streifen holen und dann halt irgendwie so ein Tutorial in Metz gucken und dann sich, ich müsste wahrscheinlich die Beine rasieren vorher, aber sich dann halt einfach sagen von, hier schmerzt ein bisschen. Lass es vom Tape machen. Nee, ich meine, also ich habe schon ein paar Leute gesehen, beim Training habe ich es ein paar Mal gesehen, aber die halt getaped sind. Da weiß ich natürlich nicht, ob sie es selber gemacht haben oder wenn es professionell ist, ist es bestimmt geil. Die Frage ist halt, hast du halt wirklich Schmerzen und machst das Tape gegen die Schmerzen? Oder gewöhnst du dich daran, dass das Tape dir ein bisschen Druck abnimmt? Das wäre natürlich gefährlich. Damit, ne? Genau, entlastest damit die Gelenke. Also wie ich ja auch... ich bin ja recht anfällig dafür, was die Knöchel angeht. Du hast es ja auch schon ein paar Mal erlebt, dass ich beim Laufen einfach wegknicke. Das Krasse ist aber, dass da nicht passiert, was bei mir passiert. Bei mir ist Feierabend, dickes Bein, fast vorm Bänderriss und ich muss dann halt irgendwie erstmal drei Wochen, dann war's und du sagst, aua, aua, und machst jetzt noch weiter. Genau, also beim Laufen geht's auch, wenn ich da wegknicke, was halt richtig schlimm ist. Beim ersten Tough Mudder auf Video, glaube ich. Nee, und denkst, und dann, lass mal kurz gehen. Wie kurz gehen? Bei mir wäre es das gewesen, wenn du einen rechten Winkel bei mir im Knöchel machst. Also. Aber der Druck, der beim Laufen passiert, das geht noch. Beim Fußballspielen oder so, da ist es echt so. Also wenn ich da nicht getaped spiele, dann passiert da echt Scheiße. Weil dann ist es halt wirklich, dass ich aus dem Sprint draufkomme. Meinst du getaped oder meinst du mit so einer komischen Thrombose-Socke? Genau, ich trage also so eine Thrombose-Socke. Ja. Ich habe es auch, wenn es schlimm ist, weil wenn ich kurz vorher eine Verletzung hatte, dann tape ich es fest. Was heißt auch schon mal eine Schiene. Also damit, so Pflasterdinger? Also so nee, so quasi wie eine Mullbinde, die aber innen klebt. Ach, die du mehrfach verwenden kannst? Das weiß ich nicht. Nee, also ich habe es einmal versucht, die abzumachen und das geht eigentlich nicht. Eigentlich kannst du die nur einmal verwenden. So eine Also die halt wirklich festklebt und aus der du halt so einen Stützstrumpf basteln kannst. Und da kann ich es halt, also jedes Mal, wenn ich ohne Tape aufgelaufen bin, bin ich umgeknickt. Echt? Oder es ging vielleicht einmal gut. Und das ist halt wirklich, das passiert beim Fußballspielen ständig. Aber wenn dem so ist, dann kannst du ja sicher sein, dass du, also dass dein
Oder das Gelenk halt schon so labil ist, dass Bänder, du halt... Die Bänder sind so lang, da, das hält einfach nichts mehr an Ort und Stelle. Das heißt, du musst definitiv bis Lebensende, sofern du was machst, tapen. Ja. Also oder? Gesagt, beim Laufen geht es ja, dass die Belastung halt so gering und da kann ich die Bewegung abschätzen. Aber ich hatte es beim Fußball halt schon oft, dass irgendwie kurz bevor der Fuß auf dem Boden aufsetzt, bekomme ich den Ball gegen und lande im Sprint auf dem Spann. Und dann war es das halt auch für mich, für die Partie. Weil dann ist der Druck halt so groß, dass die Bänder wirklich einmal komplett überdehnt sind. Aber ansonsten bin ich halt deswegen kein Freund von so Tape, weil man die Sachen halt unnötig schont damit. Ja. Also ich meine, wenn es halt ärztlich verordnet ist und der Arzt oder der Physiotherapeut oder also ein Profi sagt, da ist ja die Idee, einen Zug oder Druck halt auf den Muskel einwirken zu lassen, der halt mehrere Wochen oder vielleicht eine Woche dauert und jetzt nicht von, ich drücke mal kurz, dann renkt sich's ein, sondern dem Körper das Gefühl zu geben, da geht's hin, das entlastet und irgendwann löst sich das ja von alleine beim Duschen, dann sollst du dich halt auch immer mittuschen und in Ruhe lassen so. Das sieht ja immer geil aus, wenn du Sportler hast, die dann irgendwie reden und das halbe Tape ist schon ab, sie ziehen es aber nicht ab, weil es ja noch nicht sich komplett gelöst hat, wo ich auch denke, ich weiß, ich wäre so ein Typ, glaube ich, ist es ab, es löst sich, abreißen und nicht von wegen, das hat noch 3 Wochen. Wie scharf. Ja, oder schneid's zu oder keine Ahnung, weil du hast dann halt echt wie so eine angeflatterte Zeitung, siehst du dann halt aus. Aber naja, was hältst du denn von, also ich sag jetzt mal so in wärmeren Monaten, beziehungsweise gehen wir mal in den wärmeren Monaten. Ich hatte ja vorher gesagt Longsleeve, bla bla, Übergangszeit, jetzt sind wir mal im Sommer. Da ist dann halt auch ganz normal Laufschuh, dann haben wir eine kurze Hose und dann halt irgendwie. Wir tragen halt immer T-Shirt-Funktionsklamotten. Ja. Ich hatte irgendwann mal ein enges, was soll man sagen, Muscle-Unterhemd-Shirt. Ja, sowas habe ich auch. Also meins ist auch explizit zum Unterziehen gedacht eigentlich. Und das ist auch bei mir irgendwie eigentlich so ein Fehlkauf gewesen, weil das war wie so Kompressionsding. Dann ist auch ein bisschen, das hat so ein bisschen Klischee-Gay-mäßig, das haben wir festgestellt, dass es sich am Bauch... Das ist schon ganz cool. Also das ist so ein bisschen wie so Netz-Fetisch-Unterwäsche. Genau, das ist... Aber zum Sport. Das ist schwarz und am Bauch, im Rückenbereich, wenn man da sich aufdehnt, dann entstehen halt so hell und dunkle Karos, die das Ganze, also ich könnte echt... Ich hätte eher sexy Streifen gesagt. Ja, oder sexy Streifen, also ich weiß, ich könnte Show Must Go On, glaube ich, dann singen oder so, als wäre schon, also ist schon ziemlich hot so. Und Fritz hat es, glaube ich, auch einmal gefilmt. Hot, so. Aber ich wurde halt auch schon öfter belächelt, als ich da 2-3 Mal mit gelaufen bin. Und dann habe ich es halt gelassen, weil ich halt immer dachte so, oh, einfach mal so die Arme frei, aber da bist du ja gar kein Fan von, weil du sagst, da kühlst du aus. Ja, ne? Also ich finde... Schrei ich eigentlich die ganze Zeit? Ich habe das ganze Zeit das Gefühl, ich rede ganz schön laut. Ja, mal gucken. Ich habe noch Probleme, die Lautstärke zu regulieren. Das geht. Ich glaube, wir sind auch leiser geworden im Verlauf der Show. Im Verlauf des Alkohols. Nee, ich finde, der kühlende Effekt, den man dadurch hat, dass diese, weiß ich nicht, 15 cm Ärmel fehlen, den finde ich jetzt nicht so groß. Und ich habe dann eher das Gefühl, dass die Arme auskühlen, wenn man nur normal läuft. Deswegen, ich habe so 2 Trainings-Muscle-Shirts, die ich aber eher nur zu Hause trage. Also manchmal gehe ich übrigens wirklich super heiß, dass ich alleine laufen gehe, damit laufen. Aber ansonsten, nee, T-Shirt ist schon ganz gut. Also ich habe es halt probiert und ich muss auch sagen, da hast du auch schon recht. Also krass ist, wie sehr man generell auskühlt in den Sommermonaten, im Gegensatz zu den Übergangsjahren, Zeiten. Weil wir meist irgendwo stehen, wo ein leichtes Lüftchen ist und dann ist Arm bei mir Nacken, also wie oft ich mir beim Training halt schon einen Zug weggeholt habe und dann 2-3 Tage den Kopf nicht drehen können. Das ist halt auch so die Sache, dass ich eigentlich mir angewöhnen könnte, irgendwann immer Buffs zu tragen, die wiederum sich aber echt ja nur um den Hals legen und ich bräuchte was, was leicht noch über den Nacken geht. Deswegen haben wir letztens lächerlich irgendwie gesagt, ich brauchte so ein Turtleneck-Funktions-T-Shirt, was mit Sicherheit scheiße aussehen würde und echt eklig sich tragen lässt. Oder so ein Unterzieh-Sport-BH, der bis zum Kinn hochgeht. Nice! Weil ich es ja eh hasse, wenn was am Hals ist. Deswegen, da müsste was sich noch irgendwie erfunden werden, keine Ahnung. Was soll ich jetzt sagen? Ja genau, egal. Halt Übergangsmonate. Deine Sommer-Outfit, sexy wear. T-Shirt und Shorts. Ganz nice. Langweilig. Ich bin ja auch kein großer Fan von auf der Halbinsel, wo wir immer trainieren, ist halt auch die große T-Shirt-Knappheit ausgebrochen. Seit Jahren. Also wollte ich gerade sagen, ausgebrochen, die gab es nie. Also die. Ich meine, das macht einen, das kühlt einen ja nicht so ab, oben ohne zu trainieren. Wenn man es unbedingt zeigen möchte, ach, ja, meinetwegen. Aber es das ist, Geile halt ist echt aber, nicht notwendig. Aber es wirkt ja auch langsam wie Pflicht. Also du hast ja halt auch den untrainierten,
den sichtlich komplett untrainierten und das komplette Monster-teite Brett da und alle sind oben ohne. Und ich weiß noch, als wir angefangen haben, in den ersten Wochen, haben wir scherzhaft gesagt, Alter, wenn wir richtig gerippt sind, dann machen wir schön mal hier so mit GoPro, laufen wir rum, trainieren, filmen uns und sind oben ohne, wie die Affen in den Videos. Und dann haben wir dann relativ schnell festgestellt, nee, das machen hier alle. Ja. Wir werden die sein, und das waren wir halt dann auch immer im Sommer, die einzigen auf dem Platz, wo dann halt, wenn es richtig schlimm ist, hast du das Gefühl, du bist bei McFit, weil dann zwei Boomboxen aktiv dann irgendwie Metal und Elektro gegeneinander spielen. Und du bist dann halt, also Klaus und ich, die einzigen, die dann halt im T-Shirt trainieren und die anderen halt alle oben ohne. Ja, wenn dann wie wir, unten ohne. Genau. T-Shirt, keine Hose. Schön ist dann, wenn du dich auf die Schrägbank legst und das ist halt schön Metall, sonst was und du rutschst da fast weg, weil da gerade irgendwie so ein Otter sich komplett aufgenetzt hat. Ich meine, es kühlt ja einfach nicht so mega ab, ja, da oben ohne zu sein. Es ist halt nur, um zu protzen. Also geil sind auch mal die Saisontrainierenden da. Also ich meine, klar, die Leute, die wir schon lange kennen, so El Macho und Jeans-Shorts und wie sie alle heißen, wie wir sie alle getauft haben. Wie sie alle heißen, ja. Beziehungsweise hier, ich vermisse langsam gerade den Bundeswehrsoldaten, beziehungsweise du hast einen Polizist getauft oder andersrum. Ja. Der war lange trainieren. Egal, wir hatten dann zwischendurch auch Leute, die dann wirklich ankamen mit, ich trainiere jetzt mal so blockweise hier mit Klimmzug und dann auf der Streckbank und sonst was und hat dann irgendwie Handtücher auf irgendwas gelegt. Mhm. Und ich so, das haben wir ja noch nie erlebt. Das macht man wahrscheinlich bei McFit, ich habe keine Ahnung, ich war noch nie dann trainieren. Ja, ich meine, du nimmst ja dann Hand, du musst ja mit Handtuch trainieren im Fitnessstudio. Ja. Und wenn du halt das Gerät besetzen möchtest, lässt du einfach ein Handtuch da liegen, wie morgens auf der Liga am Pool. Ja, und da waren wir dann halt auch irritiert, dass wir dann irgendwie dachten, wir würden jetzt auf die Schräg... Ah, cool, da ist... Ja, aber ich will das gleich wieder benutzen. Ja, genau. Aber das ist hier nicht McFit. Ja, genau. Hier trainieren alle. Ja, aber ich mache hier Intervall. Ich mache da 5 Klimmzüge, da mache ich 3 Squats und dann bin ich auf dieser Bank. Ja, in der Zeit sind wir auch fertig. Ja, ja, aber ich möchte... Aber ich brauch unbedingt diesen... Das ist, du störst mein Training. Ja, und du störst das Training von jedem anderen hier. Genau. Voila, warte, ich mach Musik lauter. Ja. Ja, was sagst du denn zu Kopfbedeckung im Sommer? Die Läufer-Cappies zum Beispiel, die wir ja schon ein paar Mal gesehen haben. Also, beziehungsweise. Wir haben ja nur beide auch wirklich ein dichtes Nest auf dem Kopf. Ja, das stimmt. Ja. Also, das ist, bei uns gibt es da keine Lücke. Obwohl es ein paar Mal schon das Gefühl gab, also wir haben uns auch schon gerne mal auf die Rübe halt einfach ohne Ende Sonnenmilch draufgegossen, weil wir dachten. Gleich platzt es. So. Ja, aber deswegen im Sommer bin ich nicht so ein Fan von. Im Winter ziehe ich dann eher meine Mütze auf. Das Problem im Winter ist aber auch, wenn du die Mütze einmal aufsetzt, musst du sie aufbehalten. Das weil hast der du Kopf mir gesagt. Dann, der Kopf dann anschwitzt und dann wird es richtig ärgerlich. Im richtig hohen Winter habe ich dann 2 Buffs am Hals, einen Buff über den Kopf und eine Mütze darüber und dann ist richtig der Köcher drunter. Ja. Aber du kannst sie nicht abziehen. Ja, eben. Und weil man sagt ja dann oft so, wenn sich warm gelaufen hat, jetzt ist der Kreislauf richtig dran, jetzt könnte ich die Mütze auch abnehmen. Am Arsch. Ah, die Haarspitzen sind eingefroren. Ja. Also unser Höchstes werde ich auch nie vergessen, minus 14 Grad an der Spree. Mhm. Und wenn du da halt einfach schwitznass die Mütze abziehst, wir haben ja dann schon irgendwie wohlweislich dann irgendwie gesagt, okay, wir lassen irgendwelche Sprints und irgendwelche Squats und sowas weg, weil du merkst halt einfach relativ schnell, die Kniegelenke sagen, Freunde, auch wenn du dich jetzt schon seit einer Stunde bewegst, das wird hier nichts mehr. Ja, ja. So, und du machst ja jetzt nur was kaputt. Wenn du jetzt anfängst, wir machen Squats-Sprünge oder sowas, dann ist halt und Feierabend. Ja, muss man halt aufs Wetter dosieren. Aber es ist schon, das machen wir ja im Sommer ja auch. Also wenn du bei 33 Grad im Schatten, dann sagst du jetzt auch nicht, jetzt mal richtig Tempo, jetzt mal richtig Kondition. Ist ja auch kein großer Verlust für den Körper, mal einen Tag ein bisschen langsamer zu machen. Also beziehungsweise, wir trainieren ja trotz alledem im Level, wo ich sage, Alter Finne, das ist halt auch im Hochsommer für mich definitiv ausreichend. So. Ja. Aber ich wollte noch sagen, zu den Läufer-Cappies geht für mich immer einher diese, ich weiß nicht, wie diese heißen, diese Umschnall- Trinkpacks. Ah, diese komischen Beutel, die sich so an den Körper anlegen, wurde dann am Hals. Also die gibt's als Laufrucksäcke, das sind halt wirklich einfach nur ganz eng sind und nur so eine ganz schmale Flasche. So eine ganz schmale Flasche Platz bieten, dass man auch den Sträumen direkt hier unten hat. Ja. Super für einen Triathlon. Aber wer damit morgens im Park bei einer 8-Kilometer-Runde trainiert, macht sich zum Vollidioten. Und das sehen wir auf der Halbinsel ganz gerne. Die Halbinsel an sich ist, glaube ich, ja 4,5 Kilometer, wenn man rumläuft. Ja. Und dann siehst du halt jemanden, der das Ding im Rücken hat. Dann hat er halt ein weißes Cappy, eventuell noch so einen komischen Rücken, ich verbrenne meinen Nackennetzlappen da drin. Und joggt er halt dann in so einer Haltung wie, ich bin schon 4 Stunden unterwegs. Und denkst,
Nein, du bist gerade frisch aus deinem Auto ausgestiegen. Das ist ja auch das Geile, wenn die halt mit dem Auto zur Halbinsel fahren und dann raus und dann da halt einmal rumlaufen. Mhm. Und dann habe alles dabei haben. Dann ist oder mit dem Auto um die Halbinsel fahren, wie wir es neulich gesehen haben. Ja, stimmt. Stimmt, das war so geil. Wir es war, also zur Beruhigung, das Auto, was da über den Fußweg gefahren ist, war ein mattschwarzer Audi. Ja. Aus Polen. Und ein, war es ein, und ein SUV. Ein SUV, ja. Und hat ein fettes Haar vorne drauf. Ja, aus dem. Also der ist über einen Schotter-Gehweg gefahren. Erst stand er ja mit seinem Warnblinklicht einfach auf dem Rasen. Ja. Das war ja auch schon mal geil. Vor einer Einfahrt, glaube ja. ich auch. Und dann ist er hingerannt und der Typ sah halt auch aus wie, normalerweise würde man denken, der klaut den Wagen gerade. Mhm. Und ist dann eingestiegen und dann ist er halt den Weg runter zur Spitze der Halbinsel gefahren und dann links. Also der Fuß- und Radweg. Also auch genau, wo man halt einfach, also vielleicht fährst du da mal 5 Meter rauf, wenn du dich überhaupt nicht auskennst. Ja. Und dann merkst du, es ist irgendwie ganz schön seltsam. Ich glaube, ich habe hier Scheiße gebaut. Ja. Und der ist einfach bis zur Spitze durchgefahren auf dem weiteren Gehweg, wo auch nur Fußgänger unterwegs sind. Was auch eindeutig klar ist, dass es keine Straße ist. Ist er weitergefahren, um zu seinem Boot zu kommen und da Bier einzuladen. Und wir haben vorher noch rumgealbert und haben gesagt von wegen, ja genau, der fährt wahrscheinlich zu seinem Boot. Und ist wirklich zu seinem Boot gefahren, um da halt irgendwie eine Kiste Chantrey oder sowas raufzuschleppen. Und, und dann ist da halt auch so ein Schotter, also ist halt so ein Wanderspazierweg. Und da hat er halt auch alle zugemülmt. Aber Hauptsache, der er muss halt nicht irgendwie von dem Parkplatz, der da war, der auch 10 oder 15 Meter von dem Anleger da entfernt war, dass er den nicht geht, dass er halt einmal rumfährt und sich dann direkt vor sein Boot stellt. Mhm. Wahnsinn. Wahnsinn. Mhm. Ja, was hast du, genau, die Trinkpacks sind halt albern, wenn man halt nur einmal also gesagt, die Insel läuft. Ja, wenn man den Ultramarathon läuft und 50 Kilometer unterwegs ist oder auf dem Triathlon, bitte, um Himmels Willen, nehmt so einen Trinkrucksack mit, voll mit Wasser und vielleicht noch mit so elektrolythaltigem Gel. Also beim Training, wenn ihr nicht gezielt darauf hintrainiert und mal üben wollt, wie man damit läuft, ist es affig. Hast du schon mal elektrolytehaltiges Gel gesoffen? Also du hast mir das mal geschenkt, das schmeckt wie Kamelsperma. Woher weiß er das? Aber das stimmt, Alter, das ist richtig am besten, wenn du aus Versehen das noch handwarm irgendwie runterschluckst. Alter, Finne. Abscheulich. Ja. Abscheulich. Aber die beste Reaktion fand ich noch beim ersten Tough Mudder von diesem komischen Pulver, was komplett durchschoss. Und ich musste, glaube ich, nach 15 oder nach einer Minute danach musste ich pinkeln wie ein Elch. Aber wie? Man hat das Gefühl, dass alle Flüssigkeit des Körpers sich in der Blase sammelt und raus will. Also beim Leben musste ich noch nicht so pinkeln. Echt nicht schön. Da hatte ich jetzt noch ein Accessoire. Accessoire, was dann noch zukommt eigentlich zu diesem Läufer mit dem Trinkrucksack, der hat meist ein iPhone rechts, iPhone links an den Arm rangetaped. Das finde ich eh immer geil, diese Arme voller iPhones, beziehungsweise Arme voller Mobilfunkgeräte oder machst du denn gerade? Ich kratze mich. Also ich dachte, Feierabend. Reicht's hier. Ich meine, ehrlich, das ist doch nur von wegen myrun.de oder wie das heißt. Ja, aber das ist jetzt auch auf dem Weg raus, weil inzwischen haben die Smartwatches alle einen Slot für eine SIM-Karte. Das heißt, du kannst weiter Spotify hören mit Bluetooth-Kopfhörern ohne Smartphone. Diese Bluetooth-Kopfhörer von, was ist das, Apple, wo der kleine Steg dann raus... Ja, die sind auch echt, die sind schlimm. Die sehen auch schlimm. So scheiße aus. Ich habe selber welche, aber ich habe so ganz klassische, die mit so einem Gummiband zusammengehalten werden und noch so ein Steuerding haben. Das heißt, man verliert die nicht so leicht. Die haben witzigerweise Magneten, das heißt, man kann die so um den Hals rumklippen, genau. Wenn man sie mal kurz rausnimmt an der Kasse oder so. Habe ich schon mal bei einer Begrüßung gesehen, wie lässig er damit aussieht. Echt geil. Die nehme ich halt auch gerne mal mit. Ja. Aber... Ja, also die von Apple sind echt, also wie so 90er-Jahre-Ohrringe, die man aus Versehen ins Ohr gesteckt hat. Zum Outfit muss ich sagen, wir haben ja schon andere Sportler vor allen Dingen auf dem Platz gesehen. Was sind denn da so deine Outfit-Highlights? Aber bevor du das sagst, ist mir noch ein eingefallen, ein Accessoire, glaube ich, den wir vergessen haben, Laufen mit Brille. Damit meine ich jetzt nicht Sportbrille, sondern Sonnenbrille. Hm. Das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gesehen, dass dann halt mit, wir sind, glaube ich, vorbeigejoggt, ist letztens ein Mädel an uns vorbeigejoggt, wo du dachtest, warte mal, hat die eine Jeans-Pants, Hot-Pants an? Irgendwie so ein komisches
Glitzeroberteil und eine Sonnenbrille und ist das jetzt nicht gerade von wegen, ich laufe zu. Doch, ja. Und die ist so gejoggt. Ja. Die ist so also ich, gejoggt, ich erinnere mich vor allem an die Sonnenbrille. Also bei so engen Outfits, die halt nicht Sportklamotten sind, denke ich ja immer, also bei Jeans-Shorts, den haben wir so getauft, weil das ist ein Typ, der auf dem Platz halt immer oder gerne oft in Jeans-Shorts halt trainiert hat. Mhm. Aber das ist ja was anderes, als wenn du damit läufst. Also würdest du dich ja wundschubbern. Ja. So. Ja. Und die Frau ist gelaufen und ich habe gedacht, ey, wenn das dein erstes Mal war, weil du dachtest, kurze Klamotten reicht, ich muss ja keine Funktions... Du wirst abends echt wunde Oberschenkel haben. Mhm. Also zumal wenn... Du wirst abends echt wunde Oberschenkel haben. Vom Laufen in Jeans-Shorts. ja, ich bin kein Fan von Sonnenbrillen. Also generell nicht. Ja. Und beim Laufen schon mal gar nicht. Aber da gibt es ja so eine geilen, engen liegenden in die Augenhülle rein und dann hinten mit so einem, die geilen, die nicht mehr einen Bügel haben oder so einen geraden Bügel, sondern nur noch so ein Netz, also so ein Netz, so ein Gummiband. Ja. Wie gesagt, auch da beim Triathlon, wenn man auf Hawaii ist und 8 Stunden in der prallen Sonne, aber wir laufen ja wirklich auch größtenteils unter Bäumen. Oder wenn ich allein unterwegs bin, bin ich den Großteil laufen der Strecke. Laufen unter Bäumen mit Sascha Hehn und Klaus. Im Wald. Und da ist es ja auch dann ein bisschen dunkler. Also ich glaube, das kann man schon in der Stadt meist so dosieren, dass man die Sonnenbrille nicht braucht und mit der Sonnenbrille aussieht wie ein Horst. Was sind denn so deine, was ich eben schon angesprochen habe, deine Fashion-Highlights bei uns auf dem Platz, was da... Ich mag es ja ganz gerne, wenn Leute so wie, ich glaube, El Macho trägt öfter so eine... Oben, immer ohne. Nee, oben, jetzt davon mal abgesehen, so eine lässige Dreiviertelhose. Ah, oh, die sich 90er. Die halt so ein bisschen stretcht. Ja, aber er krempelt sich auch meist ein Hosenbein so auf dem Oberschenkel fest. Ja. Weil das sich so fällt. Ja, ich mag es halt immer so mit so einem lässigen Look zu trainieren. Geil finde also ich auch so ein einfaches Longsleeve oder so. Der diese blonde Lockenmähne hat, Vollbart und mit trägt den 90er Jahre Basketballklamotten. Genau, das trägt immer 90er Jahre Basketballklamotten. Der hat auch diese Dreiviertel Basketballhose. Ja. Das ist schon ziemlich geil. Ja. Und der macht halt auch Klimmzüge, als wenn du beim Jumping Jack einen Freeze machst. Mhm. Arme oben, Beine unten komplett, alle 5 von sich und dann macht er so den Klimmzug. Auch die Beine streckt die ganze Zeit in so ein komisches V aus. Du denkst, machst der denn? Und dann macht er halt aber auch 5 oder so. Du denkst, ja gut. Ja. Und dann trägt er halt seinen lästigen 90er-Outfit und letztens, was hat er immer? Chicago Bulls und sein anderer hat irgendwie Titans oder so. Dann macht er die Klimmzüge und dann macht er die Dips und dann wird es schon langsam dünne. Das finde ich eh immer so geil, wenn ganz viele auf dem Platz sind und du schaust dir einzeln die Leute an, was sie machen. Also es gibt die Leute, die permanent, ich bereite mich auf eine Übung vor, jemand, der halt 5 Klimmzüge macht und dann macht und dann werden die Arme ausgedreht und sonst was und dann wird erstmal eine App angeschaut, dann wird die Musik nochmal gerichtet, dann wird erstmal über den Platz 20 Mal gelaufen und dann nach einer halben Stunde werden dann wieder 5 Klimmzüge gemacht. Und dann siehst du halt so eine krassen Leute wie Jeans-Shorts, der halt dann einfach so 1,5 Stunden durchzieht und ist halt komplett, also der ist ja nicht gerippt, also der ist ja nicht drahtig, sondern der ist halt echt muskulös. Macht dann halt auch total saubere Muscle-Ups. Mhm. Macht er natürlich auch nicht irgendwie 10, aber dann macht er halt so 5 saubere Dinger. Und dann gibt es, was man am meisten sieht, was ja auch okay ist, wenn es viele sind, finde ich, die dann irgendwie sabbeln, bla bla. Wir haben ja auch immer unsere Pausen. Aber es muss ja dann noch so ein Bereich sein, wo du dann halt noch im Pulsbereich bist. Also wenn ich halt irgendwie, sagen wir, ich schaffe halt nur 10 Klimmzüge, ist ja vollkommen okay, aber dann darf ich nicht bis zur nächsten Übung halt 10 Minuten brauchen. So. Dann bin ich komplett wieder unten. Dann fange ich immer wieder beim unten um. Also es ist, naja. Ja, aber Jeans-Shorts, wie gesagt, der hat halt Jeans-Klamotten an. El Macho hat halt seine 7-8-Lose an. Der Polizist bzw. der Bundeswehrsoldat hat halt immer so eine schwarze kurze Hose und später dann halt irgendwie so Longsleeve und schwarze kurze Hose und oben dann auch Longsleeve und immer schwarz, schwarz, schwarz. Der sah dann halt so ein bisschen aus wie, so ein SEK-Privattrainierer. Ja, also was ich immer ganz gerne mag, ist tatsächlich so dieser Look. Den CrossFit hat auch mal so eine, nee, nicht CrossFit, wie hieß die App? Freeletics. Die hatten doch mal so eine Klamottenlinie rausgebracht. Echt? Und das waren auch immer nur so lässige, lange Klamotten, die auch ein bisschen weiter waren. Das fand ich eigentlich ganz geil. Also ich meine, zum Laufen ist es halt mega ungeeignet. Aber wenn du nur auf den Platz gehst und einfach nur so lässige Trainingsklamotten hast, die so ein bisschen schluffig sind. Also ich glaube, wenn ich nur auf dem Platz wäre, dann könnte man auch irgendwie überlegen, ob man einfach nur ein Baumwoll-T-Shirt trägt. Ja. So. Oder halt weites Unterhemd oder irgendwie sowas. Ja.
Ja, lustig sind auch immer diese jetzt mehr anzutreffenden Trainingsgruppchen, wo dann halt einfach sich dann halt erstmal so eine halbe Stunde bekakelt wird, dann umgezogen wird, dann geht es halt langsam los und die dann halt auch meist in voller Funktionsklamotte dastehen, sind aber nur auf dem Platz. Das ist halt auch geil. Also du hast dann halt auch irgendwie so ein teures Under Armour Oberteil und denkst, ja, aber du machst ja nichts, was war das? Machst ja nichts weiter als Burpees und Dips oder sowas. Aber okay. Ja. Ja, vielleicht noch zu Socken ein Wort? Stimmt, aber die haben ja fashionmäßig ja noch gar nicht. Ja, ich meine, aber normal zum Laufen finde ich auch. Also normal reichen normale Socken. Ansonsten und dann für so Läufe, wenn man da Mangun. Spezielle Socken hat. Mangun. Sind Sie der Mangun für meine Schlange oder die Schlange für meinen Mangun? Ja. Waren das jetzt etwa 25 Jahre? 2 Stunden. Ich brauche aber auch keinen Scotch mehr, Alter. Diese beiden Fassstärken und ja, zwischendurch. Ja, ich die bin auch gut. Alter, finde ich. Ja, ja, 25 Jahre für Nüsse. Das war wunderschön mit euch, Nüsschen. Ja. Auch eure ganzen Einsendungen, die und ganzen euch Briefe über die Jahre aus dem Urlaub, altern die zu Postkarten. Sehen. Ja. Das ist so wunderschön, wie ihr mitmacht. Wir bedanken uns nochmal für die Pralinen. Ja, aber ihr müsst verstehen, wir können selbstgebackene Dinge nicht essen. Ihr müsst es überhaupt nicht verstehen, aber wir versuchen euch jede Folge was aufs Neue zu sagen. Es ist nett, aber wir checken unser Postfach nur einmal alle 3 Monate. Ja. Wenn es schon lange da liegt, die Hamster haben es auch meistens angenagt. Ja. Aber nichtsdestotrotz, Mettbrötchen gehen weiterhin. Mett hält ja auch am längsten frisch, ungekühlt. Ja, das solltet ihr nicht vergessen. Ja. Wegen der Zwiebeln. Ja. Also, falls ihr denkt, das ist lustig und ihr wollt mehr davon, dann wartet einfach ab, ignoriert und macht weiter. Falls überhaupt noch jemand da ist. Oder also schreibt uns Kommentar unter einem der wunderschönen YouTube-Videos auf dem Kanal Für Nüsse mit Dirk und Klaus. Oder abonniert uns als Für Nüsse mit Dirk und Klaus auf iTunes oder Podcast Addict oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Schreibt uns eine Nachricht an fürnüsse@gmail.com oder an @fürnüsseport auf Twitter oder geht auf fürnüsseport.com oder ritzt euren Kommentar in eine Erdnuss und werft sie in das nächste fließende Gewässer. Oh. Sie wird zu uns kommen. Erzählt Toilette auch? Ja, okay. Wenn es fließt. Also die Spülung muss schon laufen. Nicht erst die Erdnuss reinwerfen und dann spülen. Okay. Spülung okay. Laufen, Erdnuss rein, okay. Aufs Beste hoffen. Wie lange musste ich warten, wenn ich jetzt ein Würstchen schon drin habe und gespült habe? Oder spüle gerade? 2 Minuten. Da muss ich aber, wie groß ist denn dein Wasserkasten, Freund? Du sollst ja die Erdnuss nicht währenddessen einritzen. Mit der Nachricht. Nein, ich meine, aber wenn du sagst, es muss schon laufen und ich spüle. Na, ach so, du wartest halt, bis der Wasserkasten sich wieder gefüllt hat. Ja, aber ich dachte, es muss. Dann mit der neuen Spülung und wirst dann die Erdnuss. Ah, okay. Ja, nein, also nicht von der Spülung. Okay, jetzt verstehe ich es. In diesem Sinne. 25 Jahre!